Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause. Herzlich willkommen zur NDR Talkshow. Die Gästeschar ist heute Abend wieder wunderbar. Oh, das reimt sich. Er ist Deutschlands bekanntester Philosoph und hat sich jetzt nochmal mit dem Begriff der Pflicht auseinandergesetzt. Klingt anstrengend, aber ist wie immer sehr, sehr erhellend. Herzlich willkommen bei uns in der Show, Richard David Brecht. Sie sagt, meine Geschichte handelt von der Frau im Mann als eine Möglichkeit der Natur. Zitat Ende. Ihre Geschichte handelt außerdem von David Bowie, Tina Turner, Romy Haag und den wilden 70er Jahren in Berlin. Und darüber wollen wir alles wissen. Herzlich willkommen, Nora Eckert. Sein Weg führte ihn aus Moskau in ein Asylbewerberheim nach München, direkt dann in den Olymp des deutschen Fernsehens. Was da alles passiert ist und wie er so ein erfolgreicher Tatortkommissar wurde, das erzählt er uns gleich selber. Wladimir Bolakow ist bei uns. Seit einem Jahr, meine Damen und Herren, versetzt ein Virus Deutschland und die Welt in den Ausnahmezustand. Von Beginn an haben sie recherchiert und analysiert und nun gemeinsam ein Buch geschrieben über den Ausbruch der Pandemie und die Folgen. Wir freuen uns auf das Ehepaar Katja Gloger und Georg Maske. Sie ist die Newcomerin der Comedy-Szene und eine wirklich ausgezeichnete Imitatorin. Wir können uns gleich über ein paar lustige Charaktere freuen, die sie sich so drauf geschafft hat. Wir freuen uns ganz besonders, dass sie heute den ganzen Abend bei uns ist. Tani! Herzlich willkommen! Und meine Damen und Herren, es läuft rund bei ihr. Anfang des Jahres hat sie zum dritten Mal in Folge mit einem Album Platz 1 der deutschen Charts erobert. Musik macht die Tochter des Amigo-Sängers Bernd Ulrich aber nur in Teilzeit. Denn gelernt hat sie den respektablen, von mir sehr bewunderten Beruf der Altenpflegerin. Wir freuen uns auf die Sängerin Daniela Alfinito. Herzlich willkommen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen an die... Ah nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich natürlich noch vorstellen. Liebe Zuschauer, auch heute wieder Ihr Gastgeber Hubertus Meyer-Burkhardt. Und meine Damen und Herren, es mag Sie trösten, auch Ihre Gastgeberin Barbara Schöneberger. Herzlich willkommen. So. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich wollte gerade die Zuschauer begrüßen, da sah ich aber dein erwartungsvolles Gesicht. Richtig. Da wollte ich dich nicht übergehen. Nein, ich fühle mich auch aufgewertet. Nein, ich freue mich, dass du... Ich freue mich Ach, sehr. Wie schön, dass wir uns an diesem Freitagabend sehen. Auch Sie, liebe Zuschauer zu Hause, es war eine wilde Woche, wie immer. Lockdown, Lockup. Die Kanzlerin hat Osterruhe anberaumt, dann hat sie sich wieder entschuldigt. Was war da los? Ich fand das aber, ich fand das gut, dass sie sich entschuldigt hat, weil Barbara, nenn mir eine Bundeskanzlerin, einen Bundeskanzler, einen Regierungschef weltweit, der diese Größe hat zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich fand das gut. Frauen tun sich damit vielleicht in der Regel etwas ich leichter. Ich will das nicht bestreiten, alles jetzt zu widersprechen, das wäre nicht klug. Ich würde aber auf der anderen Seite sagen wollen, da werden wir noch drüber sprechen. Es ist, glaube ich, noch etwas Luft nach oben in der Beimpfung und im Testing. Ja, wir wollen das Thema Corona natürlich nicht überstrapazieren, aber wie immer, Sie kennen uns zu Hause, haben wir natürlich spannende Aspekte, wie wir über diese Krise auf jeden Fall noch ein bisschen reden. Richtig, weil es geht auch heute Abend nicht nur um Corona, es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft, es geht um, muss ich sagen, da teilst du meine Meinung, es geht um Lebensentwürfe, die man sogar verfilmen könnte, wenn man das Geld hätte. Ja, ja. Es geht um, und es geht vielleicht auch ein bisschen um Frühling. Ehrlich gesagt. Warum guckst du mich da so an? Weil ich sehe in dir den Frühling. Ja, blaue Band. Obwohl der Herbst mich umwölkt. Ja. Augen erkennen. Es geht um Liebe, um Leidenschaft, aber... bei Richard David Brecht. Es geht auch um Pflicht. Ja. Es geht auch um Pflicht. Ich würde mit ihm auch über Liebe und Leidenschaft sprechen. Aber nun, er hat sich nun mal das Thema Pflicht vorgenommen. Deswegen werden wir mit ihm darüber sprechen. Das klingt ein bisschen anstrengend, aber tatsächlich ist es, glaube ich, ein Thema, das momentan unsere Gesellschaft ziemlich beschäftigen soll und beschäftigen muss, um vielleicht zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Er hat sich wieder mal hingesetzt und viele Gedanken gemacht. Und die Ergebnisse ist er bereit, mit uns zu teilen. Richard David Brecht. Ja, unser aller Arbeitsalltag ein bisschen verändert. Wir senden ohne Publikum, wir senden ohne Applaus, wir senden ohne alles eigentlich. Aber mit vielen tollen Gästen. Hat sich dein Arbeitsalltag zu Hause auch geändert? Und wie sieht der überhaupt aus? Ja, also mein Leben zerfiel früher in zwei Teile, die gegensätzlich ja nicht sein konnten. Auf der einen Seite im Morgenmantel morgens da zu sitzen, weil am besten kann ich eigentlich arbeiten, wenn ich aufgestanden bin. Und dann so wie ein Mönch da zu sitzen und zu schreiben. Mhm. Und der zweite Teil bestand darin, Vorträge zu halten, durch die Landschaft zu tingeln, mehr als 100 Tage im Jahr nicht zu Hause zu sein.
Ja, und der zweite Teil, der ist ja jetzt weg. Also ja, jetzt ist nur noch der erste Teil übrig geblieben. Also das Mönchsleben ist übrig geblieben. Hast du einen zweiten Bademantel angeschafft? Weil ich meine, ich besitze sogar mehr als zwei, aber ich schwitze auch stark. Ah, das ist eine Information, die erreicht uns Gott sei Dank noch rechtzeitig. Was du bisher schon so alles geleistet hast, das gucken wir uns mal an. Wir haben eine Kleinigkeit zusammengestellt. Dieser Mann kann sich wahrlich glücklich schätzen, derartig gut in Sachen Passbild posen zu können. Denn ein stets aktueller Reisepass ist bei ihm von Vorteil. Er ist nämlich als beliebtester Philosoph des Landes heilig gesprochen, deswegen sehr viel unterwegs und scheut sich dabei nicht, auch mal einen Richtungswechsel einzuschlagen. Der Aquariumliebhaber mit Faible für Elefantenrüsselfische taucht regelmäßig ab in seine Gedankenwelten. Als früherer Nachtwächter ist ihm Furchtlosigkeit antrainiert und so macht er Halt bei den ganz großen Themen. Soziale Verantwortung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Bildung, Evolution, Perspektiven. Dass er gestikulierend gerne Zahlen anzeigt, mag an Wer bin ich und wenn ja, wie viele liegen, seinem Mega-Hit, mit dem der heutige Mimikmeister einst wie ein Superstar die Buchcharts stürmte. Weiter geht's mit Richard David Precht. So, mal ein kleiner Abriss, was so alles passiert ist. Als die Pandemie letztes Jahr begann, und es gab ja auch vorher schon Pandemien, die auch schlimm waren, aber die wir als solches gar nicht so wahrgenommen haben, warst du dir gleich darüber im Klaren, was das bedeuten kann? Überhaupt nicht. Also ich habe mich am Anfang reichhaltig gewundert, als der Staat seine ersten Maßnahmen ergriffen hat. Also ich meine, ich interessiere mich ja nun leider sehr für das traurige Kapitel unserer Weltgeschichte, der Klimakatastrophe. Und wenn die Experten da irgendwas raten, im Hinblick auf Kohleausstieg und sowas, dann betrachtet die Regierung das normalerweise als Empfehlungen, ja, die man sowieso nicht umsetzen kann. Wir Wissenschaftler halt so sind, ja, ne, keine Ahnung vom Leben. Jetzt bei Corona war das völlig anders. Plötzlich, man hörte auf die Virologen, es kam relativ schnell ein Lockdown. Da habe ich gedacht, wie, das ist ja jetzt sowas im weitesten Sinne wie eine Grippe. Ja, da reagiert der Staat so stark darauf. Und beim Klimawandel, was also sozusagen die Zukunft der Menschheit vollkommen in Frage stellt, da hat er alle Zeit der Welt, ja, da setzt er die Sachen nur in homöopathischer Dosis um. Da habe ich mich drüber gewundert. Und wie so viele andere auch, habe ich Corona am Anfang nicht sonderlich ernst genommen. Ja. Das hat sich dann stark verändert. Also ich habe eine Menge dazugelernt über das Virus und auch eine Menge darüber gelernt, dass die Gemeinsamkeiten mit der Grippe zwar existieren, aber doch auch überschaubar sind und dass es eine Menge Unterschiede gibt. Und ich bin sehr gespannt, mit dir jetzt rauszuarbeiten, ob du glaubst, und das werden wir am Ende hoffentlich zusammenfassen können, ob wir als Gesellschaft gestärkt oder eher geschwächt aus dieser ganzen Geschichte rauskommen, wenn wir jemals rauskommen. Mythend habe ich in letzter Woche häufig irgendwie als Begriff gelesen. Also die Mischung aus wütend und müde. Bist du auch so? Kannst du das nachempfinden, diesen Begriff mütend? Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, nachvollziehen vielleicht schon. Wütend bin ich eigentlich nicht so. Ja. Na, aber ich verstehe, dass die Leute sich aufregen, dass wir das mit der Impfung so dermaßen schlecht hinkriegen und dass sie sich vor allen Dingen wundern. Ich meine, am Anfang war das ja so, dass das Vertrauen in den Staat war ja zunächst sehr stark gewachsen in der Breite der Bevölkerung. Wir erinnern uns vor einem Jahr, Markus Söder, ja, die vertrauensbildende Maßnahme in Personen. Wer den härtesten Lockdown machte, kriegte den größten Zuspruch, sprach mit ruhiger, sonorer Stimme. Ja, jeder Corona-Lagebericht, eine Art Weihnachtsansprache, ja, staatstragend. Die Leute mochten das, wurde innerhalb kürzester Zeit beliebtester Politiker. Und man wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass sich das ewig hinzieht. Also, dass diese Müdigkeit da ist, dass man denkt, oh nee, jetzt geh doch mal endlich weg, Virus und so. Ne? Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Wütend, ja, ich habe eigentlich ein bisschen Mitleid mit der Regierung. Also, sicher machen sie vieles schlecht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die machen das alle zum ersten Mal. Ja, machen es nicht besonders gut, ist schon richtig. Aber ich wüsste auch keinen, der es besser kann. Man möchte nicht damit tauschen. Nee, ich bin unglaublich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Ich habe total Angst, dass sich eigentlich keiner zur Wahl stellt am 16. September so richtig. Also, dass eigentlich keiner mehr Lust hat bis dahin. Ja, also wenn die Pandemie weiterhin anhält, könnte ich mir das auch vorstellen, dass keiner das Land regieren muss. Ich vielleicht doch nicht. Nee. Die Virologen haben natürlich eine ganz große Stunde. Wir hatten letzte Sendung hier eine tolle Virologin, eine Wissenschaftlerin, die gesagt hat, sie ist noch nicht sicher, ob es die beste oder die schlechteste Zeit für die Wissenschaft war im letzten Jahr. Ist es auch die Stunde der Philosophen? Ja, also ich könnte mich jetzt nicht beklagen. Ne? Also diese Frage, was macht Corona mit uns, die höre ich 100 Mal im Jahr.
Und wo man ja sagen muss, also so eine pauschal gestellte Frage, auf die gibt es ja auch keine einfache Antwort. Ne? Oder die Frage, die du gerade gesagt hast, gehen wir gestärkt aus der Sache raus oder geschwächt oder so. Das interessiert die Leute. Ich meine, Corona bringt ja die Menschen auch dazu, dass sie deutlich mehr Zeit haben, über sich und ihr Leben nachzudenken. Mhm. Was nicht immer positive Ergebnisse zeitigt. Ne? Also viele Leute kriegen ja auch sehr viel schlechte Laune, wenn sie lange über sich nachdenken können. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das Virus sowas wie eine gewisse Philosophie Renaissance gebracht hat oder einen gewissen Boom, ja, weil man dann so ein bisschen über seine biologische Verletzlichkeit nachdenkt, weil einem klar wird, wie wichtig soziale Kontakte sind, weil man so in seinem normalen Lebensrhythmus gestört sind, dass man neu über sich und die Welt nachdenkt, dass man sich viel mehr mit seinen Kindern beschäftigen muss, als manchen Leuten lieb ist oder mit seinem Ehepartner. Also das macht eine Menge mit uns. Was hat es denn mit dir ganz konkret gemacht? Also welche Frage hat dich am meisten beschäftigt oder welcher Überbegriff? Gibt es irgendwas, was sich so rausgeschält hat für dich? Als? Ja, es sind zwei Themen. Also am Anfang war es eigentlich wirklich so, dass ich gedacht habe, wenn die Leute verstehen, dass wir ja keine technischen Lebewesen sind, auch wenn wir in immer technischeren Welten leben, sondern dass wir biologisch verletzbar sind, dann werden sie vielleicht auch sensibler sein, auf die enorme Bedrohung der Klimakatastrophe mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren. Weil sie jetzt plötzlich merken, wir sind eine sehr leicht zu bedrohende Spezies und kleine Veränderungen in unserer Biosphäre, ja, die können uns sofort vom Schlitten kegeln. Und wenn das tatsächlich so ist, dann ist das ja nicht nur bei Corona so, dass hoffentlich vorbeigeht, sondern beim Klimawandel ist das Problem ja noch viel größer. Das war die eine. Und das zweite war, dass ich völlig verwundert war, dass es eine Anzahl von Menschen gibt, sicher eine Minderheit, aber die es gibt, die plötzlich dem Staat jede erdenkliche Sauerei zugetraut haben. Ja. Also, dass er das Virus erfindet, dass es im Grunde genommen gar nicht gibt, dass er das nur benutzt, um eine Diktatur zu errichten und so weiter. Das ist zwar eine Minderheit, aber trotzdem habe ich mich gewundert, dass es dann, ich meine, wenn es ja nur 1% wäre, wären es ja noch 800.000 Menschen, die so einen Quatsch glauben. Und das hat mich dann doch beschäftigt, darüber nachzudenken, wie kommen Menschen da drauf und was ist deren Problem? Und wie kommen sie drauf und was ist deren Problem? Naja, also ich glaube, dass es Menschen gibt, die angefangen haben, sich nicht mehr in erster Linie oder nicht mehr in der Weise, wie es vielleicht gesund wäre, als Staatsbürger zu empfinden. Sondern die so ein Verhältnis zum Staat haben, als würde man mit dem einen Vertrag haben, man wäre Kunde, ja, und der hat zu liefern. Das liegt auch ein bisschen an der Politik, die ja in den letzten 20, 30 Jahren Wahlkämpfe immer nur mit Versprechungen gemacht hat. Ne? Also die SPD hat jetzt gerade wieder neu erzählt, und machen wir hier was am Kindergeld. Und dann gibt es immer Geschenke bei einer Wahl. Das ist ja nicht irgendwie Realpolitik. Also keiner geht da hin und sagt, naja, ein paar liebgewordene Sachen, die gehen in Zukunft nicht mehr. Auch die Grünen trauen sich nicht zu sagen, dass wir unseren Lebensstil verändern wollen, wenn wir was gegen die Klimakatastrophe machen. Kein Wunder, dass aus dem Bürger so eine Art Kunde wird. Das ist ja auch sonst überall im Leben. Ne? Wenn man ihm einen Handyvertrag verkauft oder irgendein Abo für irgendwas fürs Fernsehen und so, dass er sich in so eine Rolle begibt. Und der Kunde, ja, der macht einen Vertrag und der geht jetzt nicht davon aus, dass man von ihm was erwartet. Vom Staatsbürger wird aber was erwartet. Und dass man überhaupt Erwartungen an jemanden stellt, das scheint für bestimmte Leute einfach nicht mehr zu gehen. Ja, die haben ihre Grundrechte, aber dass sie Pflichten haben, scheint ihnen überhaupt nicht mehr klar zu sein. Und als die Grundrechte dann ausgehebelt wurden und so, dann haben sie sich gedacht, jetzt, da steckt ein großer Plan dahinter. Weil es haben sich ja nicht nur die deutschen Politiker, weltweit haben sich ja alle Politiker zusammengeschlossen, um was ganz Böses im Geheimen. Ich weiß gar nicht, wie die sich verabreden, die Politiker und ihre Leistung. Ja, weil das Wahnsinn. Netz ist ja überall so schlecht. Also, Wahnsinn. Wie reden die miteinander? Also wie Menschen rein auf der logistischen Ebene, ja, sich vorstellen können, das wie man zutrauen. Das macht. Ja, von Kasachstan bis Sydney, ja, ja, nach Deutschland und so weiter. Dass die das alle. Ja, und dass dieses böse World Economic Forum in Davos, ja, dass dieser Schwab, dieser James Bond Mephisto, ja, dass der das jetzt so überall mit seinem Great Reset so eingefädelt hat. Und die ganze Welt besteht nur noch aus Verschwörern und aus nützlichen Idioten, die in Talkshows sitzen und das nachplappern. Ja. Dass Menschen das logistisch für möglich halten, das ist abenteuerlich. Okay, also das heißt, wie sollten wir damit umgehen? Wie sollten wir mit den Menschen umgehen, die... sollen wir über sie lachen? Sollen wir sie ausblenden? Also die Medien haben natürlich einen gewissen Gefallen daran gefunden. Ne? Also es ist ein kleiner Prozentsatz, der im Fernsehen deutlich überrepräsentiert ist. Also ich glaube, es gibt andere Minderheiten in unserer Gesellschaft, die nicht ansatzweise so viel Chancen ins Fernsehen zu kommen wie Querdenker. Und dadurch hat man das Ganze natürlich auch massiv irgendwo überschätzt. Und ich finde, man sollte es mal realistisch einordnen und sagen, es ist ein ziemlich kleiner Teil der Bevölkerung. Ja. Und der Staat kann nichts dafür, wenn einige von denen eine schlechte Kindheit hatten. Also wir sollten es auch nicht maßlos übertreiben.
Das stimmt. Jetzt hast du dich noch mit einem anderen, und da sind wir beim Staatsbürger, weil der Staatsbürger hat eben auch Dinge, die er abliefern muss. Pflichten. Und das Thema Pflicht ist dir, glaube ich, ist so ein kleines Überthema geworden. Welche Pflicht haben wir dem Staat gegenüber und welche Pflichten hat der Staat uns gegenüber? Mhm. Also ich finde die zweite Frage ja noch viel interessanter. Die erste ist ja klar, also es gibt natürlich Pflichten, die sind vorgeschrieben, dass wir Steuern zahlen müssen, dass wir uns an die Gesetze halten, dass wir an Regeln halten, wie Straßenverkehrsregeln und so. Das ist ja jedem klar. Mhm. Aber eigentlich ist es ja auch so, dass wir so etwas wie eine gefühlte Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl haben. Also muss ich ja fragen, was wird aus einer Gemeinschaft, wenn die Leute keinerlei Interesse am Gemeinwohl mehr hätten? Wenn also jeder wirklich nur als Kunde sagt, wie kriege ich den besten Tarif und was habe ich am meisten davon? Was dann befördert wird. Das wird natürlich in unserer Warenwelt massiv gefördert. Massiv. Ja, ich habe auch eine große Kritik daran, dass durch die Flexibilisierung der Preise, super unterschätztes Thema, ja, derjenige, der als erstes sein Ticket bucht, der fliegt auf Kosten der anderen, die das später buchen. Ja, zum Beispiel, was mich aufregt, dass die Bundesbahn sowas macht. Ne, der brave Rentner geht zum Automaten, zahlt den normalen Fahrpreis und der drei Wochen vorher weiß, ja, der luchst sich da so einen Spartarif ab und fährt quasi auf Kosten des Rentners. Die Bundesbahn als Staatsunternehmen. Die Bundesbahn als Staatsunternehmen macht so einen Mist. Ja, also das ist wie die Fluggesellschaften halt, die haben das kopiert. Hat sie ja nicht nötig. Ne, also die Bahn muss A, keine Gewinne machen. Ja, und B, gibt es auch keine Veranlassung, so ein blödes System zu machen, dass diejenigen unterprivilegiert, die nicht findig genug sind, übrigens häufig die Alten. Was mich daran stört, ist die Entsolidarisierung. Die einen freuen sich, ich habe total günstiges Ticket geschossen, ohne darüber nachzudenken, dass sie das ja auf Kosten der anderen machen. Weil wenn jeder das günstigste Ticket schießen würde, würde die Bahn pleite gehen. Ja, genau wie bei der Fluggesellschaft. Was passiert? Ich bekomme die innere Haltung, ich bin ja nicht der Doofe, ja, ich mache da natürlich mit, weil ich nicht übervorteilt werden soll. Mhm. Menschen sind viel lieber die Bösen als die Dummen. Mhm. Und wenn ich aber diese Haltung an den Tag lege, dann ist das eine staatsbürgerliche Erziehung, die äußerst fragwürdig ist, weil das Ergebnis ist ja dafür, dass ich am pausenlos darauf konditioniert werde, auf Vorteile zu schielen, und das ist entsolidarisierend. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir das andere im Hinterkopf behalten, dass wir uns fragen, was stiftet denn Gemeinsinn? Also was können wir denn dagegen setzen, damit die Leute das Interesse am Allgemeinwohl nicht verlieren, dass sie ihre Empathiefähigkeit gegenüber anderen Menschen nicht verlieren? Und das ist für mich ein wichtiges Thema, das jetzt durch Corona noch mal hochgekommen ist in mir, dass ich mich frage, warum denken wir so wenig darüber nach? Du hast, ich glaube, 2011 schon drüber nachgedacht, weil du da schon einen Vorschlag gemacht hast und du wolltest es auch als Vorschlag verstanden wissen, dass jeder ganz praktisch seine Pflicht und sozusagen seine Aufgabe irgendwie in der Gesellschaft wahrnehmen könnte, indem man sowohl als junger als auch als älterer Mensch ein Jahr für den Staat etwas tut. Kannst du das noch mal genauer ausführen? Ja, ich finde es eine super Idee. Ich erinnere mich daran, ich glaube 2011, als Gutenberg die Wehrpflicht aussetzte. So, und ich fand das nicht gut. Also, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, konnte ich nachvollziehen. Aber dass damit natürlich eine der ganz, ganz wenigen Pflichten, die man sonst noch gegenüber dem Staat und dem Gemeinwohl hat, verschwindet, fand ich nicht so gut. Mhm. Ich hätte es also gut gefunden, man hätte die Wehrpflicht ersetzt als durch ein Gesellschaftsjahr, also ein soziales Pflichtjahr für alle Schulabgänger. So, das ist ein Vorschlag, bin ich ja nicht der Einzige, der das gemacht hat. Den finden auch viele gut, hat breite Unterstützung, vor allem in der CDU. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, heute ist es ja so, im Durchschnitt geht der Deutsche mit 63 in Rente und hat da sehr gute Möglichkeiten, 20, 25 oder 30 Jahre zu leben. Eine ganz, ganz lange Zeitperiode. Und ungefähr ein Drittel unserer Rentner und Pensionäre ist sozial engagiert. Männer meistens in Sportvereinen, für Frauen noch traditionell Kirche und so weiter. Und zwei Drittel machen nichts. So, jetzt kann man sagen, das ist auch ihr gutes Recht, da sind auch Leute bei, die wollen partout überhaupt nichts mehr machen. Es ist aber auch ein großer Prozentsatz von Leuten bei, denen wird es wahnsinnig gut tun, wenn sie das täten. Die haben aber jetzt, leben jetzt nicht im sozialen Umfeld. Also die haben nicht eine Affinität zu einem Verein oder die kennen keine anderen Leute, die das machen und so. Und wenn man jetzt ein soziales Pflichtjahr machen würde, nur 15 Stunden die Woche, drei Nachmittage, wo der Staat sagt, so, was kannst du dir denn vorstellen, jetzt im ersten Rentenjahr so für uns zu tun? Ja, und das abzusprechen. Mhm. Also interessierst du dich für Naturschutz, willst du nicht bei der Krötenwanderung helfen oder willst du nicht im Kinderkrankenhaus krebskranken Kindern was vorlesen? Ja. Es gibt ja ganz, ganz viele solche Tätigkeitsfelder. Dann hätte das zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist natürlich sozial wahnsinnig nützlich, wenn jemand das macht. Ja, wenn wir im Krankenhaus neben jemanden wachen lassen, der ein Mensch ist und nicht wie in Zukunft Roboter. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr gut für die soziale Sache. Aber es ist auch gut für die Menschen selber.
Und ich glaube, dass viele der Leute, die das machen, dann nach einem Jahr nicht mehr aufhören würden. Ja. Ja, also wenn ich jetzt Nachhilfeunterricht für ein lernschwaches Kind aus schwierigem Milieu oder sowas gebe und ich helfe dem von Mathe auf eine 2, ja, dann höre ich ja nicht von einem Tag und sage, ja, Pflichtjahr zu Ende. Würde ich ja nicht machen. Ich würde das ja weitermachen. Mhm. Und warum ist das im Hinblick auf Corona oder Entsolidarisierung wichtig? Corona-Leugner arbeiten im Regelfall nicht auf Intensivstationen. Ja, wenn sie das eine Woche lang machen würden, dann kämen sie nicht mehr auf die Idee zu sagen, das Coronavirus ist total harmlos. Leute, die Selbstwirksamkeitserfahrung machen, also praktisch die Erfahrung machen, dass sie durch Helfen Anerkennung kriegen und so weiter, die finden sich sehr, sehr selten auf Querdenker-Demos. Also Solidarität und Gemeinschaftsgefühl kann der Staat am besten dadurch fördern, dass Leute in der Praxis sowas auch tun. Und deswegen habe ich diesen Vorschlag, den ich vor 10 Jahren schon mal gemacht habe, nochmal aktualisiert und gesagt, wäre das nicht etwas, was wichtig dagegen arbeitet, dass wir uns in eine Gesellschaft von Egoisten entwickeln? Das finde ich eine sehr gute Idee. Aber ich wäre dafür, dass man dann anders als damals bei der Wehrpflicht und beim Ersatzdienst nicht mit einer Nussallergie drumherum kommt, ja, sondern dass dann wirklich alle hin müssen. Und nicht nur die Reichen dann rausgeklagt werden, weil der Vater ist Anwalt und der ruft dann zweimal da an und sagt, mein Sohn muss aber nicht, sondern dass wirklich alle es machen müssen. Ja, mit rausklagen wäre nichts, aber es gibt natürlich Menschenfeinde. Ja, die will man dann auch nicht haben. Also wer sich mit aller Gewalt davon befreien will, der ist auch manchmal für andere Menschen nicht mehr zumutbar. Mhm. Und dann gibt es, mal abgesehen davon, natürlich auch Menschen, die starke körperliche Gebrechen haben. Einschränkungen haben, die müssen das sowieso nicht machen. Herr Maskulo, das ist doch eine Wahnsinnsidee. Ja, ich mag die Idee auch. Und so wie Richard es gesagt hat, die Idee hat es auch immer mal wieder in der Politik gegeben. Vor allem bei der Abschaffung der Wehrpflicht, was auch zum Ende des Zivildienstes geführt hat. Mhm. Was, wie ich glaube, ein ziemliches Unglück gewesen ist. Und wir führen ja von Zeit zu Zeit immer mal wieder diese Diskussion. Interessanterweise dann, wenn es um mögliche Dienstpflichten für die Feuerwehr geht. Wir kennen ja in unserem Land die Freiwillige Feuerwehr. Und die allermeisten Menschen haben vergessen, dass es im Gesetz auch die sogenannte Pflichtfeuerwehr gibt. Das heißt, überall da, wo du nicht genügend Freiwillige findest, um eine der Aufgaben, die in praktisch allen modernen Gesellschaften seit dem Mittelalter so eine klassische Bürgerpflicht gewesen ist, die Menschen vor Naturkatastrophen und Feuer zu schützen, dann gehen Gemeinden dazu über und sagen, wir rufen jetzt eine Pflichtfeuerwehr ein. Meistens geht das nicht richtig gut aus. Mhm. Aber man merkt an dieser Emotionalität, die dann in diesen Debatten auch ausbricht, dass viele Menschen vergessen haben, dass in Wahrheit der Pakt zwischen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern immer ist, dass man vom Staat viel erwarten kann und ich glaube auch viel erwarten darf, aber dass natürlich Bürgerinnen und Bürger auch ihre Pflichten haben, dem Staat etwas zurückzugeben. Das ist die einzige Organisationsform, die dauerhaft überstehen kann. Und das reizvolle, Tané, finde ich an dieser Idee, dass der Staat damit Tugenden einfordern kann, von denen er im Grunde abhängig ist, von denen er lebt. Finden Sie diese Idee gut? Teilen Sie die Meinung? Ja, ich finde es auch gut, muss ich sagen. Weil wir leben ja in einer Solidargemeinschaft. Und ich fand das gerade sehr spannend zu hören, dass das teilweise vergessen wird. Und dass man selbst natürlich auch Pflichten hat. Nora Eckert, Sie haben viele Facetten im Leben gesehen. Darüber sprechen wir gleich und wir freuen uns auf das Gespräch. Wie finden Sie mit dem reichen Schatz Ihrer Erfahrung diese Idee? Von Richard Abbott. Naja, ganz hervorragend. Und zwar deshalb, weil ich sie nämlich praktiziere. Das heißt, ich bin ehrenamtlich tätig in verschiedenen Bereichen. Nur nicht keine großen Geschichten, aber ich. Und wenn es so was Banales ist wie Wahlhelferin, Briefwahlstimmen auszählen. Und Sie lächeln, während Sie das sagen. Es macht Sie schon glücklich, wenn Sie sich dran erinnern. Und das ist ein harter Job. Ja. Ich weiß nicht, wenn das jemand mal gemacht hat. Also man hat da zu tun. Ja. Und es gibt noch einige andere Dinge, kleinere Sachen, aber wie zum Beispiel im Mieterbeirat meiner Siedlung zu sein und solche Dinge. Also das tue ich schon. Und noch einiges andere. Also nee, Ehrenamt ist tatsächlich ein glaube ich, schon ein ganz wichtiges Thema. Und gerade auch ältere Leute haben mit Sicherheit, also erstens mal die Möglichkeiten, Erfahrung. Sie haben die Zeit, weil sie nicht mehr arbeiten gehen müssen. Also und wäre dann auch für sie persönlich wahrscheinlich dann auch eine Bereicherung durchaus. Also ich weiß nicht, wie man da zusammenkommt. Aber ich glaube, bei den Älteren ist es nicht das große Problem. Die sind, glaube ich, eher bereit, da einzusteigen. Ja, also mich interessiert jetzt noch die zu Anfang angerissene Frage, wie gehen wir denn jetzt raus aus der ganzen Sache? Glaubst du, ich weiß noch am Anfang, als es losging, hat man so gesagt, wir werden alle zusammenrücken und man wird mehr achtsamer miteinander umgehen und so. I'm not sure.
Ja, ich glaube, dass die Menschen sich nicht verändern, sondern dass sie sich vielleicht ein klein bisschen radikalisieren. Die Netten werden netter, die weniger Netten werden ein bisschen asozialer. Also das ist so meine Erfahrung. Also die, die dazu neigen, sich zu entsolidarisieren, die sehen sich besonders bestärkt. Die Trotzigen werden trotziger. Ja. Und diejenigen, die immer schon Rücksicht auf ihre Mitmenschen genommen haben, die haben sehr eindrucksvoll gezeigt, dass sie das auch über einen sehr langen Zeitraum bereit sind zu tun. Zu tun, super. Also, dann bleibt uns die Hoffnung sozusagen. Aber schön, dass du bei uns bist. Immer wieder toll, mit dir zu reden. Richard David Precht, vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Leben unseres nächsten Gastes müsste eigentlich, wir haben lange in der Redaktion darüber diskutiert, es müsste eigentlich verfilmt werden. Sie ist als Sohn einer Damenschneiderin zur Welt gekommen, und zwar im schönen Nürnberg. Hat aber den großen Teil ihres Lebens als Frau gelebt. Sie ist, hat Weltstars wie David Bowie, Tina Turner, aber auch Romy Haag kennengelernt. Sie war Animierdame, sie war Schreibkraft, sie war Opernkritikerin. Und wir freuen uns sehr, dass sie unsere Einladung angenommen hat, denn das gibt uns die Möglichkeit, auf das bewegte Leben, was ja noch andauert, also allein Sie haben ein vorlautes Lächeln, aber das ist sehr nett gemeint jetzt. Und das verrät Lebenslust, und darüber wollen wir reden. Wir freuen uns, dass Nora Eckert uns die Ehre gibt. Herzlich willkommen. Liebe Frau Eckert, betrachten Sie das eigentlich, ich habe mir das gefragt, betrachten Sie es als ein Geschenk, so ein facettenreiches Leben bisher geführt zu haben? Ja, unbedingt. Das ist für mich ein sehr erfülltes Leben. Also ich habe noch eine ganze Menge Pläne. Also da ist noch viel, nach oben hin noch viel Luft, die noch ausgefüllt werden muss mit den Plänen. Aber ne, ich blicke auf ein sehr bewegtes und sehr abwechslungsreiches, ja, wie Sie schon sagten, facettenreiches Leben zurück. Und nicht immer leicht. Wir gehen jetzt mal zurück. Wir brauchen jetzt viel Sendezeit. Wir gehen mal zurück zum Anfang. Ich habe es erwähnt, Sie sind als Junge in Nürnberg geboren und haben da eine glückliche Kindheit erlebt. Das entnehme ich Ihrer Autobiografie. Haben aber trotzdem sich in Ihrer Haut als glatte Fehlbesetzung gefühlt. Das müssen Sie erklären. Ja, man kann es eigentlich schwer erklären, denn als Kind hat man ja keine Vorstellung, was eigentlich mit einem los ist, außer dass ich eben gemerkt habe, dass ich zum Beispiel nicht mit den Jungen spiele, sondern eher auf der Mädchenseite mich zu Hause fühlte. Aber ich habe ja nie ein Problem damit gehabt, ein Junge zu sein. Ich habe, was man ja auch oft hört bei Transbiografien, diese Vorstellung, naja, im falschen Körper geboren und ein Mädchen sein wollen. Ich habe mich mit Mädchendingen beschäftigt, also was die Spiele angeht und. Aber ich hatte auch nie zum Beispiel, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, meine Mutter hat mich in allen gewähren lassen. Das ist auch ganz wesentlich. Denn wäre das nicht so gewesen, wäre vielleicht und ich in eine bestimmte Jungenrolle gedrängt worden, so nach dem Motto, du hör mal, ein Junge macht sowas nicht. Oder das lass mal sein, das ist für Mädchen. Das gab es ja nicht. Und meine Mutter hat mir diese Freiheit gegeben. Und wahrscheinlich hat sich dadurch für mich nie auch irgendwie ein Leidensdruck aufgebaut. Und ich hatte nie... Ja, ich hatte einfach eine glückliche Kindheit. Hat sich denn der Leidensdruck, sagen wir mal, begonnen aufzubauen? Sie haben sich denn als junger Mann in einen Jungen verliebt. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch so, dass gleichgeschlechtliche Liebe, wir reden von vor 1969, also der Paragraph 175 wurde zweimal reformiert, bevor er abgeschafft wurde, 69 und 73. Wenn man sich dann in dieser, ich stelle es mir vor, im katholischen Nürnberg, ja, Franken. Protestantisch. Ja, ach, Würzburg ist katholisch und Nürnberg ist protestantisch. Habe ich vermischt. Aber trotzdem war es natürlich trotzdem eine sehr konservative Welt. Wenn man dann spürt, ich verliebe mich in einen Jungen, das ist doch ein einsames Gefühl. Naja, sagen wir mal so, es war eigentlich, das war es eigentlich nicht. Also sagen wir mal, ich hab damit keine Probleme gehabt. Ja. Das Verrückte war ja auch, dass ich in der Schule, also zumindest dann später in der Realschule, in einer reinen Jungsklasse war. Das heißt, ich war, als Junge fühlte ich mich schon irgendwie deplatziert. Auch wenn ich es nicht hätte benennen können oder nicht wusste, was da deplatziert ist. Ja. Ich wusste nur, dass ich Jungs begehre zum Beispiel. Und dachte natürlich logischerweise, ja, dann musst du homosexuell sein. Klar, ein Junge, der Junge liebt. So und da war das die Zeit, wo man nur noch nach West-Berlin gehen konnte. Wenn man das Gefühl hatte, man passt in so eine bürgerliche Welt nicht,
dann war West-Berlin eine gute Adresse. Da sind sie 73 hingegangen. Ja. Und ich habe natürlich ihre lesenswerte Biografie studiert. Sie sagen dann selber, sie sind in die schwulen Szene eingetaucht, hatten aber da wieder das Gefühl, irgendwo bin ich da heimatlos. Ja, es ist, wie gesagt, weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, aber es ist ein Unterschied, ob ich mit einer weiblichen Identität einen Mann begehre oder ob ich als Mann mit einer männlichen Identität einen Mann begehre. Das ist ein anderes Empfinden, das ist eine andere Begegnung. Also man kann es wahrscheinlich kaum vermitteln, aber es ist so, es ist etwas anderes. Und dieses Schwulsein war ja nur deshalb gelebt, weil ich nichts anderes wusste. Ja. Jetzt üben wir, was ich richtig finde, ja gerade, auch gerade in Talkshows, auf unsere Sprache mehr aufzupassen. Denn Sprache kann verletzen und Sprache kann reduzieren Menschen auf Dinge. Darf man sagen, Sie sind dann eine Transfrau geworden? Ist das ein korrekter Begriff? Im Prinzip ja. Also im Prinzip ja, denn ich bezeichne mich ja selbst so. Und das sind also Transfrau, Transmann, Transmenschen, das sind ja Begriffe, die in der Community auf jeden Fall angewendet werden. Sagen wir mal so, das, was Selbstbenennungen sind, die sind natürlich immer akzeptiert. Ja. Das ist ja klar. Und es gibt aber eben bestimmte Begriffe, die das nicht sind. Und naja, gut, das lernt man dann. Aber wie waren Ihre Schritte dann zur Transfrau hin? Also sagen wir mal so, ich war 22. Ich fühlte mich fälschlicherweise als schwuler Mann und war nach West-Berlin gekommen und lebte im Grunde, es war in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, damals schon ein Schwulenparadies. Also da hat Berlin natürlich noch eine Menge zugelegt, aber West-Berlin war damals schon ein unheimlich tolles Pflaster. Ja. Aber ich kam da nicht klar. Also das war irgendwie nicht mein Ding. Und das aber blieb unbenannt. Und es ist eben so, ich habe das in dem Buch auch so beschrieben, das ist wie wenn man eine Antwort sucht, zu der man aber die Frage nicht kennt. Ich verstehe das. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, sucht man Heimat. Weniger jetzt regional, sondern Heimat unter Seelenverwandten, ja, würde Goethe sagen. Sie haben das ich mache jetzt einen gewissen Sprung, weil wir wollen ja auch noch, dass Leute das Buch lesen, sondern wenn wir alles erzählen, ist ja auch. Ja. Sie haben dann diese Heimat bei Romy Haag gefunden. Sie haben als Buchhändlerin gearbeitet, haben dann gekündigt und haben bei Romy Haag, nun muss man sagen, wir rufen den Film ab. Weil kein Mensch weiß, was eine Matze ist. Wir rufen den Film ab. Es gibt ein gutes Beispiel davon, wie damals welchen Stellenwert Romy Haag hatte. Hier sehen wir es, wenn Sie es ein bisschen erklären wollen. Das war der Nachtclub schlechthin, Diskothek. Es war in den 70er Jahren der absolute In-Adresse für West-Berlin. Und alle, die nach West-Berlin kamen, aus welchem Grund auch immer, die haben bei uns vorbeigeschaut. Wir waren kein Touristenladen, muss man auch dazu sagen. Aber es kamen eben die Promis zum Beispiel, die Stars. Die waren tatsächlich... Das sieht toll aus. Toll. Ja. Da will man doch dahin. Ja. Ja. Also es kam, ich war in den 80ern mal da, Anfang der 80er mit Rolf Kühn, dem Jazzer, das erinnere ich mich. Aber als langweiliger Hetero war ich nicht oft da. Ich war die Mainstream-Abteilung. Also, aber ich fand das einen großartigen Club. Was war, liebe Nora Eckert, was war Ihre Aufgabe im Club? Also ich habe einen ganz tollen Job gehabt. Ich habe nämlich die Eintrittskarten verkauft und die Gästegarderobe geführt. Und das war deshalb ein toller Job, weil an mir mussten alle vorbei. Ja. Und ich war sozusagen auch diejenige, die entscheiden konnte. Nein, geht nicht mehr, es geht noch. Haben Sie mal eine Entscheidung getroffen, die Sie dann später... Das ist ja der Albtraum des Türstehers, dass man Robert De Niro nach Hause schickt, weil Sie denken... Nein, also den Blick, den hatten wir schon drauf. Und, beziehungsweise ich stand ja nicht an der Tür, wir hatten ja dann auch einen Türsteher. Ja. Und das Problem war ja dann vor allem dann vorwiegend natürlich am Wochenende. Aber... Nein, also die im Grunde sind alle reingekommen. Und das ist ja vielleicht auch die große Geschichte mit Romy Haag, dass es tatsächlich ein Travestie-Kabarett war, was in seiner Art vollkommen neu war, nämlich in seiner Offenheit, in dieser Publikumsmischung zum Beispiel. Es war Kneipe, es war Diskothek, es war Travestie-Kabarett.
Ja. Und zwar alles in einem. Und man konnte genauso gut mit einer Flasche Bier als Stehgast da rein, und aber ebenso gut am Tisch sitzen und eine Flasche Champagner für 200 Mark verkonsumieren. Oder vielleicht eine zweite oder eine dritte dazu. Das war alles möglich. Es brauchte natürlich auch das Geldpublikum. Denn es waren zeitweise ja bis zu 11 Artisten auf der Bühne. Na gut, aber West-Berlin hat damals, das weiß ich, ich habe da selber gelebt, da haben Leute auch Geld ausgegeben, was sie gar nicht hatten, ja, was der Sache hilfreich war. Wie sehr Romy Haag mit Ihnen noch verbunden ist, kann man daran erkennen, dass es einen Gruß gibt. Ich habe einen Brief hier von ihr, den sie uns netterweise anlässlich ihres Kommens geschrieben hat. Und sie schreibt: Liebe Nora, es war immer sehr, sehr entspannt für mich, wenn ich wusste, dass du vorne an der Garderobe arbeitest. Du hattest deine Fans, Rainer Werner Fassbinder, umrahmt von seinen Schauspielern. Sie blieben alle gerne bei dir vorne an der Garderobe und sind gar nicht erst nach hinten durch. Ich bin wahnsinnig gespannt auf dein Buch und wünsche dir ganz viel Erfolg und viele Leser. Ganz liebe Grüße, Romy Haag. Ja. Ach, das ist ja herzzerreißend. Das ist ja wunderschön. Und wir, Barbara, nutzen, glaube ich, die Gelegenheit. Romy war vor bestimmt 12 Jahren mal bei uns und war ein wunderbarer Gast. Und ich hoffe, und grüßen Sie an dieser Stelle. Was hat denn Rainer Fassbinder mit seiner Schauspieler-Corona so... Ihnen alles so anvertraut? Er selber war es eigentlich nicht, der bei mir vorne hängen blieb. Das war vor allem für ihn ganz wichtiger Schauspieler Kurt Raab. Ja, ja. Den. Kurt Raab, der blieb bei mir. Naja, es war überhaupt so, dass wie bei anderen Kollegen hieß es, also das Foyer, dieser kleine Eingang im Romy Haag, das war sozusagen das, was die Küche andernorts ist. Ja, dort, herrlich. Wo sich alle immer treffen, super. Weil da kann man am besten sich unterhalten. Ja. Drin war ja die laute Musik, die Disco, aber bei mir vorne, ich hatte natürlich da meine eigene Bühne sozusagen, nicht? Da konnte man dann eben kommunikativer werden und deshalb blieben dann eben manche tatsächlich bei mir vorne hängen. Nicht? Kommunikativer werden ist das Stichwort, David Bowie kam auch oft, was aber daran lag, dass er mit Romy eine Beziehung pflegte. Richtig. Ja. Wie war er denn so? Alle, die ihn so getroffen haben, war ein höflicher, fast scheuer Mensch. Ja, also das stimmt. Also man hätte ihn ja auch vielleicht gar nicht erkannt, wenn man jetzt sich wirklich genau hingeguckt hätte. Denn er war natürlich nicht so, wie man ihn von der Bühne her kannte. Ja. Geschminkt und was weiß ich, mit irren Kostümen und Frisuren. Nein, es sah vollkommen unscheinbar aus, mit Jeans und T-Shirt. Also man hätte ihn ja auch gut übersehen können. Und er kam so wie andere, er kam öfter. Ja. Aber eigentlich muss ich immer dazu sagen, die Stars, die waren ja für uns eigentlich immer gar nicht das Aufsehenerregende. Wir fühlten uns ja selber viel, viel zu aufsehenerregend. Ja, aber ist doch toll. Wir waren ja die Stars. Also, ich meine, das verlangt ja auch Selbstvertrauen zu sagen, wer ist David Bowie, ich bin Nora Eckert. Dass die Stars zu uns kommen, war ja ein Beweis dafür, dass wir sowas Besonderes sind. So muss man sehen, das finde ich gut. Jetzt haben Sie ja bei aller Heiterkeit, liebe Nora Eckert, ein zweigeteiltes Leben geführt. Sie waren abends Frau und am Tag Mann. Wann haben Sie den Entschluss getroffen, zu sagen, so kann es nicht weitergehen? Ja, also in dem Moment, wo ich wusste, dass ich mit einer weiblichen Identität geboren wurde, war natürlich klar, dass ich ins Frausein auswandern muss. Das geht gar nicht anders. Aber das ist kein Schritt, den man so ad hoc oder der so von einem auf den anderen Tag funktioniert. Das ist ein längerer Prozess und erfordert eine ganze Menge Schritte und die brauchen ihre Zeit. Also es gab in der Anfangszeit viele Monate, wo ich tatsächlich beides gelebt habe. Das heißt, ich bin abends in den Club gefahren, im Fummel und morgens wieder nach Hause. Und dann gab es tagsüber die Rückverwandlung in ein immer weniger männlich aussehendes Wesen. Ja. Aber das ging einige Monate und irgendwann war ich halt dann reif und dachte so, und jetzt funktioniert das, was man mit Passing bezeichnet. Das heißt also, in der Rolle durchzugehen, in der man erkannt werden möchte, also sozusagen Frau zu sein. Und das hat dann irgendwann funktioniert und ja, dann hatte ich eben den Entschluss gefasst und so. Und jetzt gibt es nicht mehr diesen Tausch und es gibt 24 Stunden am Tag nur mich, die Frau. Und jetzt ist was Tolles passiert. Jeder weiß es, der häufig die Stadt gewechselt hat oder ab und zu mal die Stadt gewechselt hat als Wohnort. Man fühlt sich dann plötzlich zu Hause, wenn der Bäcker, der Supermarktkassierer, die Bäckerin und so weiter sagt, ach, Sie wollen Sie wieder dieselben drei Schritten wie gestern. Dann hat man das Gefühl, ach Gott, jetzt bin ich. Das ist Ihnen jetzt nicht in der geografischen neuen Heimat passiert, sondern in der neuen Heimat als Frau sozusagen. Das ist eine hübsche Anekdote in Ihrem Buch. Ja, richtig. Also ich unter dem Kapitel Die Kunst des Outings
Und zwar geht es darum, ich habe dann, wie gesagt, an irgendeinem Tag, der mir heute nicht mehr bewusst ist, obwohl es der wichtigste Tag im Grunde in meinem Leben war, die Entscheidung, so und jetzt bis zu 24 Stunden am Tag Frau, musste ich ja dann, eben am Tag dann raus und musste einkaufen gehen. Und die wohnte da ja schon eine ganze Weile und in diesem kleinen Supermarkt kannten mich die Kassiererin. Die haben natürlich auch schon mitbekommen, was da los ist, denn es gab ja dann das Gerede und so in dieser Umgebung kannte man sich ja vom Sehen. Naja, ich stand dann eben an der Kasse und hatte das Glück, dass es gab da vor allem zwei Kassiererinnen, eine sympathische und eine unsympathische. Und ich hatte das Glück, an dem Tag die sympathische zu haben. Und ich stand vor ihr, sie guckte mich groß an. Und wusste ich, also jetzt muss irgendwas gesagt werden, jetzt braucht eine Pointe, diese Szene. Und dann sagte ich, tja, so ist das Leben. Und dann guckt sie mich an und meint, ja, so ist es. Ja. Und damit, war die Sache erledigt. Also ich, aber das ist der trockene Humor, der in Berlin immer noch wabert, den ich sehr liebe. Ja, richtig. Ja. Also deshalb sage ich ja auch, ich schwöre auf meine Berliner, denn das, was ich damals in den 70ern dort erlebt habe, das war einfach, heute würde man sagen, cool. Denn dieses Laissez-faire, das ist offenbar den Berlinern angeboren. Und da sie alles schon immer kennen, wundern sie sich auch über nichts. Also man kann sie auch nicht erstaunen, weil ist schwer. Berliner zu beeindrucken ist schwer. Jetzt haben Sie Anfang der 80er Jahre dem Nachtleben den Rücken gekehrt. Was hat Sie dazu bewogen? Weil das Nachtleben keine Perspektive für mich bot, keine Zukunftsperspektive. Also die 4 Jahre bei Romy waren wunderbar und da bin ich auch Romy sehr dankbar dafür, dass sie diesen Laden hatte und mir die Möglichkeit gegeben hat, da zu arbeiten und in aller Ruhe sozusagen Frau zu werden. Und mitten in der Trans-Community mich zu befinden. Aber ich habe ja dann noch 2 Jahre angehangen und habe in einer Bar gearbeitet. Mhm. Als Animierdame? Als Animierdame, richtig. Ich mein Passing war gut und warum nicht? Und damals war das ja noch etwas, ich weiß nicht, wie das heute in Animierschuppen vor sich geht. Also wahrscheinlich ist das Sex heute eine viel größere Geschichte. Aber damals war es wirklich so, dass man an der Bar saß und dass halt Gäste kamen, die mit einem quatschen wollten. In der Hauptsache, nicht immer, gab auch mehr, aber in der Hauptsache. Und das Ganze auf Spendierbasis. Das heißt, man hat mit Piccolos oder Whiskys sein Geld verdient. Und ging dann langsam aber Richtung Champagner, wenn's gut lief. Aber das war dann wieder diese berühmt-berüchtigten Separés. Aber was sich da damals in Berlin am Stuttgarter Platz abgespielt hat, das war, ich kann nur darüber lachen, was da, also es war irgendwie eine lustige Zeit, wir haben viel Spaß gehabt, aber es war nicht sehr seriös. Nein, aber wenn Sie jetzt das so heiter berichten, vermisst man nicht, dann, wenn man ins bürgerliche Leben zurückgeht, vermisst man nicht auch was? Naja, wissen Sie, was ich vermisst habe, ist, dass ich sozial abgesichert lebe. Und das ist im Nachtleben den Bars war das damals nicht so. Bei Romy Haag war das wunderbar, denn da war man tatsächlich auch sozialversichert, rentenversichert, all das, was eben eigentlich normal sein sollte, wenn man arbeitet. Aber das war in den Bars nicht der Fall. Da hat man also tatsächlich nur von der Hand in den Mund gelebt, sozusagen. Ja. Naja. Jetzt haben Sie diese Phase Ihres Lebens mit einem Paukenschlag beendet. Richtig. Als ich dann tatsächlich den Weg geschafft habe ins sogenannte normale bürgerliche Leben und Bürojob hatte, ich habe dann da fast 36 Jahre in einem Industriebetrieb gearbeitet. Nebenbei übrigens dann die Opernkritikerin, die ja schon erwähnt wurde. Ja. Ich war aber nicht geoutet. Es gab ganz am Anfang mal in der Personalabteilung Zwangsouting. Das hatte einen bestimmten Grund, warum. Aber die Kollegin, ich wusste nicht in den 84, wie die auf meine Transweiblichkeit reagieren würden. Ich wollte nicht die tolerierte Ausnahme sein. Ich wollte sozusagen die Deutungshoheit über mich behalten. Also war ich nicht geoutet. Und die Macht der Gewohnheit hat es eben dann mit sich gebracht, dass ich es tatsächlich bis zum Schluss war. Aber irgendwie merkte ich, das kann nicht der Endpunkt sein, das kann nicht das Ende sein. Und dann hatte ich eben den Entschluss gefasst, okay, gut, du wirst dich jetzt outen, aber das machst du ganz zum Schluss mit der Abschiedsfeier. Und es war eine ganz tolle Geschichte, weil ich hatte eine kleine Rede gehalten und hatte dann so die Geschichte Revue passieren lassen und dann eben zum Schluss gesagt,
dass ich jetzt für einen Verein aktiv bin, Transinter Queer in Berlin. Und das in eigener Sache, weil ich mich für die Belange von Transmenschen einsetzen will. Da gab es dann einen Riesenapplaus, auch mit ein paar Bravos dabei. Und ich habe mich plötzlich, das war noch vor Corona, plötzlich so vielen Menschen wie noch nie in meinem Leben gegenüber gesehen, die mich alle an ihre Brust drücken wollten. Und das war ein so herrliches Gefühl, dieses Gefühl dazuzugehören. Und das war der Paukenschlag zum Schluss. Ja. Also der war nötig und richtig. Wissen Sie, warum ich diesem Gespräch mit so viel Respekt zugehört habe? A, weil es ein wirklich facettenreiches Leben ist, in das ja auch viel Leid hatte und viel Einsamkeit. Aber der Respekt, der kommt daher, dass Sie während des ganzen Gespräches so einer heiteren Grundhaltung das erzählt haben. Ich habe das Gefühl, zum Opfer taugen Sie nicht. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Nein. Also da fehlt mir eine ganze Menge. Ja, und wenn wir heute Abend Menschen, gerade jüngeren Menschen, die in so einer ähnlichen Situation sind, Mut gemacht haben, da gibt es den, sind Mitglied des Vorstandes, Sie haben es gerade gesagt, Transinter Queer heißt der, ja. Verein, kann man das ist sagen? Ein Verein, ja, ja. Oder sind Sie Mitglied des Vorstandes und da kann man sich hinwenden und Sie sind ein leuchtendes Vorbild für diejenigen, die vielleicht noch jetzt irgendwo in Nürnberg oder Pirmasens sitzen und sagen, oh Gott, wie mache ich das alles? Ja, ja, ja? Wobei die Trans-Community inzwischen schon ganz gut organisiert ist, also ja. Auch bis in die Provinz hinein, also es gibt ja. Inzwischen großes Angebot, aber Trans in der Queer ist immer eine offene Stelle. Gut. Nora Eckert, vielen Dank. Beteiligen Sie sich weiter am Gespräch. Dankeschön. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Der hat ganz viel mit dem Tatort zu tun. Und der Tatort ist ja natürlich ohne Zweifel in Deutschland wirklich eine Institution. Und da gab es im letzten Jahr eine kleine Revolution, weil da gab es ein neues Team. Und die haben auf einen Schlag gleich was geschafft, was sie sich wahrscheinlich selbst auch nicht so erträumt hätten. Nämlich über 10 Millionen Zuschauer. Er wird jetzt wahrscheinlich sagen, es hat gar nichts mit mir zu tun, ist eine Teamsache. Aber wir sind natürlich froh, dass er trotzdem zu uns gekommen ist, auch ohne Team. Und er trägt den wunderbaren Namen Wladimir Bulakow. Herzlich willkommen. Hi. Dankeschön. Also 10 Millionen Zuschauer. Hast du die Sendung abends geguckt, den Tatort, oder hattest du schon davor gesehen und hast es dir dann nicht live im Fernsehen angeschaut? Ich habe es davor natürlich gesehen, aber wir haben es mit meinem Kollegen zusammen geguckt. Es war ja auch natürlich Corona und man durfte sich nicht versammeln, was sehr schade war, weil natürlich hätten wir gerne unseren ersten Tatort mit allen Freunden und Familie geguckt. War sehr aufregend, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil man doch irgendwie das Gefühl hat, das ist deutsches Kulturgut, der Tatort hat eine über 50-jährige Geschichte. Man hat schon das Gefühl, man tritt ins Fußstapfen, die enorm sind. Für mich war das auch noch mal ein eigenartiges Gefühl, weil ich einen der letzten Tatorte mit Götz George noch drehen durfte und für mich diese Erfahrung sich sehr eingebrannt hat. Als was? Naja, da war ich halt auf der anderen Seite des Tisches. Da habe ich nicht die Fragen gestellt. Da war ich halt so ein Verdächtiger. Warst du ein Kleinkrimineller? Genau so war das. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass Götz jemand war, der nach jedem Take immer noch gesucht hat. Der kam nicht zum Stillstand, was ich so noch nicht kannte. Es war auch damals noch relativ am Anfang, aber er hat immer geguckt, er hat immer gesucht, er war immer, wollte immer etwas verbessern, etwas optimieren. Das fand ich total genial. Auf jeden Fall habe ich diese Fußstapfen so gespürt, ja. Und umso erfreulicher war das, als das so ein Erfolg wurde. Ja, ein großer Erfolg. Wie hast du erfahren, dass du tatsächlich Tatortkommissar wirst? Also man geht ja zum Casting, man stellt sich vor. Du kanntest deinen Mitkämpfer gar nicht, ne? Deinen Kollegen, mit dem du das zusammen dieses Team bildest, den kanntest du vorher nicht. Rufen die einen dann an? Kriegt man einen Brief? Wie ist das? Also es war so, wir haben uns beim Casting kennengelernt, Daniel und ich. Und ich weiß, dass man mir hinterher erzählt hat, dass der Produzent, der wollte wohl Daniel anrufen und der Regisseur wollte mich anrufen, weil der Regisseur und ich hatten schon mal was miteinander zu tun. Und ich war damals am Set von dem anderen Film und da war ein Umbau und plötzlich klingelte mein Handy, weil ich habe das angehabt. Ich wusste, das muss irgendwann passieren und da war aber Daniel dran. Das weiß übrigens noch, das wissen die Leute auch noch nicht, das weiß niemand. Der rief mich an und sagt, der Produzent hat mich schon angerufen. Du bist dabei, ich muss jetzt auflegen, ciao. Nein! So. Und dann rief 10 Minuten später, ruft mich aber der Regisseur an. Ja. Weil er wusste nicht, wann er mich anruft. Er wollte mir irgendwie den Druck nehmen, weil er war in der gleichen Situation wie ich. Und ich musste dann so tun, als höre ich es zum ersten Mal, obwohl mir es Daniel gerade erzählt hat. Durfte mich aber nicht freuen am Set, weil das durfte ja ewig niemand wissen. Also wir waren ja besetzt und dann haben wir ja ein Jahr lang im Geheimen gedreht und du durftest niemandem drüber sprechen. Genau, wir durften es niemandem erzählen. Oh Gott, das will ich nie im Leben schaffen. Deswegen werden die mich nicht anfragen als Tatort-Kommissarin, weil ich so lange nicht die Klappe halten kann.
Ich hätte es nicht gesagt. Aber wir wären so ein gutes Duo. Wir beide. Du musst aber den Verbrechern hinterherlaufen. Ich mache die Büroarbeit. Dann kommen aber alle Verbrecher davon. Also, wir gucken einmal. Du hast schon so viele tolle Sachen gemacht. In meiner absoluten Lieblingsserie Im Angesicht des Verbrechens auch mitgespielt. Wir gucken einmal auf dein Werk zurück. Bitte sehr. Bei der Wahl zwischen Steuerberater und Star-Dasein entschied sich dieser Mann glücklicherweise für Option 2. Jemand, der sich so gerne mit Stufen ablichten lässt, erinnert sich wohl sehr genau an die vielen richtigen Schritte, die er ging. Schon als Kind in Moskau erträumt er sich seinen Sprung auf die Bühne und sein Umfeld auf Trab zu halten. Beides gelingt ihm spielend. Nach dem Move nach München und mit Zähne zeigen setzt sich der Fliegenfreund im Filmgeschäft durch und galoppiert samt Preisalarm durch alle Genres: Kostümfilm, Krimi, Comedy. Vor 2 Jahren dann bei Anruf Mord, und zwar Mord aufklären. Im dynamischen Duo wird er zum Schirmherr des Tatorts aus Saarbrücken. Step by Step zum Superstar Wladimir Bulakov. Du bist in Moskau geboren. Stimmt es, dass du als Kind das schon eine gewisse Affinität zur Schauspielerei hattest? Also da hat das schon eine große Rolle gespielt. Immer. Also ich bin aufgewachsen hinter der Bühne. Meine Mama hat am Theater gearbeitet in Moskau. Und ich war bei den Proben dabei, schon als 4-Jähriger und 5-Jähriger. Hab dann tatsächlich, wenn die Vorführungen dann waren, saß ich in der ersten Reihe, weil wir hatten natürlich immer Tickets. Und ich habe alle Pointen vorher rausgerufen und irgendwann hat ein Schauspieler tatsächlich die Vorstellung unterbrochen und geschrien, wem gehört dieses Kind, das soll weg. dann habe ich irgendwann aufgehört. Meine Mama hat gesagt, ich soll das lassen. Aber ich konnte Text immer gut merken und war immer fasziniert davon. Und es konnte eigentlich gar nicht anders werden, dass ich Schauspieler werde tatsächlich. Ich habe mir nie was anderes, es gab nie einen Plan B. Jetzt hat dir deine Mutter mal vorübergehend das genommen, was, glaube ich, die größte, ja, wie soll ich sagen, das größte Vertrauen einem Schauspieler gibt, nämlich die eigene Sprache. Sie hat dich eingepackt, deine Zwillingsschwester, die Oma, und ihr seid von Russland nach Deutschland geflüchtet tatsächlich, seid in einem Asylheim auch in München gelandet. Du konntest überhaupt nichts mehr verstehen, oder? Nö. Gott. Wir konnten alle nichts verstehen und es ging relativ schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Kinder, ich meine, Kinder lernen das schnell. Mhm. Für meine Mama und meine Oma, ganz zu schweigen, war es natürlich wesentlich, wesentlich schwieriger. Aber bei mir ging es. Irgendwann weiß ich, die Leute haben irgendwann, ich meine, das höre ich manchmal heute sogar noch, du sprichst aber gut Deutsch, sage ich, danke, Sie auch. Aber es ist passiert und das ist, trotzdem kann ich sagen, dass wir das sehr gut hatten. Also rückblickend, wenn ich heute die Situation der Geflüchteten angucke, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Nichtsdestotrotz waren wir in einem Zimmer mit zu viert in dem ersten, also wir waren 2 unterschiedlichen Asylbewerberheimen und im ersten waren wir zu viert in einem Zimmer und die Duschen und Toiletten waren im Gang und also, aber wir waren halt immer so eine enge Family, dass das immer irgendwie schön war und das hat uns nichts ausgemacht. Prägt einen sowas? Ich habe gestern so einen interessanten Bericht gesehen über Arm und Reich und da waren eben die ganzen vermeintlich armen Familien, die haben alle gesagt, aber wir haben unsere Familie und wir haben uns und dadurch sind wir reich irgendwie. Und das hast du, glaube ich, auch so ähnlich gesagt. Absolut, so sehe ich das auch. Also ich glaube, dass Menschen oder vor allem Kinder, sage ich jetzt mal, die nicht mit allem aufwachsen, was man haben darf, was man haben kann, entwickeln auch, oder kann ich von mir zumindest sprechen, von meiner Schwester, man hat das Gefühl, man wird schneller selbstständig, man wird irgendwie reifer, man sieht auch viele Sachen anders. Also man schätzt das auch ganz anders wert. So, deswegen ist es mir auch immer so wichtig, auch auf den sozialen Kanälen irgendwie versuchen zu informieren, den Leuten was beizubringen, dass man einfach eine andere Sicht hat auf Geflüchtete. Niemand flüchtet aus einem Land, aus einem Heimatland freiwillig, ja, weil man jetzt einfach mal Bock darauf hat. Und ich glaube, dass das sollte der Auftrag sein, die Leute zu unterrichten, weil niemand wird bigott geboren. Ich glaube, dass die Menschen verstehen müssen, dass eine Herkunft, dass eine Religion, dass die Menge der Pigmente in der Haut nichts darüber aussagen, wie intelligent jemand ist oder gar einen Wert des Menschen, dass sie darüber etwas aussagen. Ich glaube, dass alles, was man lernt, kann man auch verlernen. Und das sollte der Auftrag sein, dass wir das irgendwie weitertragen, dass die Leute Rassismus wieder verlernen sollen. Weil es wird einem auch beigebracht. Du hast
Du hast ganz schnell assimiliert, wie du auch selber sagst, nicht nur Sprache, sondern auch alles sonst. Wahnsinnig pünktlich, wahnsinnig zuverlässig, was ja immer als gemeinhin Deutsch gilt. Was lustig, ich weiß gar nicht, ob wir alle so pünktlich und zuverlässig sind. Gibt es auch noch definitiv russische Seiten an dir? Und was könnten russische Seiten sein? Und gibt es sowas überhaupt? Also als russische Seite bei mir bezeichne ich schon immer die, ja, so eine gewisse Melancholie und vielleicht so eine Tiefe, die mir nachgesagt wird, so zumindest im Schauspiel. Aber was genau das ist, ich meine, alle Menschen sind individuell. Ich glaube schon, dass es gewisse Sachen gibt. Naja, aber die russischen Dichter, weil Sie ja gerade sagten, Ihre Mutter war im Theater, ob das nun Puschkin ist oder Tschechow, das ist ja schon eine gewisse Schwere, Ostrowski und eine gewisse Schwere in der Geschichte. Also niemand weiß das so gut wie Katja Gloger, die ja lange für den Stern in Russland war. Gibt es so etwas wie eine russische Mentalität? Russische Seele, sagt man. Oder ja. Seele. Was ist das russische Seele, wenn man das Wort hört? Irgendwie gleich geht einem doch ein bisschen das Herz auf. Total. Sibirien, der Schnee. Die Weite, die Unendlichkeit, ja. Mystik, ja. Der Wodka. Also das sind ja so ein, das sind ja die Begriffe, die wir schnell damit verbinden. Ich muss sagen, ich habe mich immer zu Hause gefühlt in diesem Land und bei seinen Menschen, nicht bei dem System, sondern bei seinen Menschen, ob ihrer unglaublichen Großherzigkeit, ob ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, das Schicksal jeden Tag neu herauszufordern und im Zweifel auch ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen oder auf den Kopf stellen zu müssen. Und das verbunden sagen, mit der Bereitschaft, die Lebensgeschichten zu erzählen und sich mitzuteilen. Gerade sagen mir als Deutsche, die ja kommt, ja auch mit einem historischen Gepäck, zu Recht mit einem historischen Gepäck. Also es ist mein... Das Rollen der R ist für mich auch immer sehr russisch. Ach, das russische, die russische Seele, aber auch der russische Akzent ist tatsächlich was, das hätte ich, das finde ich fast ein bisschen, du bist es komplett losgeworden, aber du hast es noch drauf. Ja, wenn ich muss, klar, das verlernt man am Ende des Tages nicht, aber ich musste es verlernen, sonst wäre es mit dem Tatortkommissar nichts geworden. Nee, natürlich, wobei, also mich hätte es nicht gestört. Worauf muss ich achten, wenn ich russischen Akzent nachsprechen möchte? Ja, also das R und es ist alles wesentlich weicher. Ja. Also es ist alles wesentlich weicher und mein Sprecherzieher hatte schon viel zu tun mit mir. Also ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich das vergessen habe, worauf man da achten muss. Ich habe das einfach immer einfach mit dem Buch da gesessen und unterschiedliche Übungen gemacht. Oder ich habe immer darauf geachtet, wenn ich zum Beispiel beim Amt anrufe oder bei einem Arzt oder so, dass ich immer ganz korrekt spreche, richtig. Die Vokaleinsätze müssen neu betont werden. Da war neu. Weißt du, wenn ich mich Tanee, jetzt sage, da kommt Moment. Tanee hing an deinen Lippen. Du bist ja eine Meisterin. Ja, ja. Ja, also ich glaube deswegen, also wenn jemand Wurzeln hat, dann hört man das ja sofort. Also das ist ja dann bei mir auch eher so Touri-haft sozusagen. Also ich höre da ganz spannend zu. Ne? Also ich finde das immer ganz faszinierend. Ich liebe Dialekte und unterschiedliche Akzente. Ich finde das toll. Ja. Also, ist es auch. Ist und es ihr auch, habt ja. Das rollende R mit dem Franken gemeinsam, weil der Franke... Der Franke und die Russen haben recht. Der Franke und die Russen, Das Beste, was ich mal gehört habe, war, als ich in Nürnberg aufgetreten bin, hat jemand nach dem Auftritt zu mir gesagt, nicht gemotzt, ist gelobt genug. Ja. So, jetzt wollen wir aber mal über das neue Projekt sprechen. Also genau ein Jahr später gehst du wieder on air mit dem zweiten Tatort. Und der ist wieder sehr, sehr vielversprechend. Vor allem der Titel schon, der heißt Der Herr des Waldes und geht so los, dass man denkt, man ist irgendwo ganz woanders gelandet und nicht irgendwo im Saarland. Wir schauen einmal rein, bitte. Und? Jessica Pohlmann, 18 Jahre. Todesursache, Messerstich ins Herz. Ich habe ihr am Abend noch eine SMS geschrieben und da hat sie noch nicht mal drauf geantwortet. Wo waren Sie denn zwischen 21 und 22 Uhr? Sie hatte jemanden kennengelernt. Der war hier aber nicht auf der Schule. Du bist wohl sehr traurig, dass Jessica tot ist, ja? Also ich interessiere mich jetzt nicht so für Fleischfresser. Okay.
oft bist du die Treppe gerannt? Oft. Ehrlich? Ich glaube, ja, tatsächlich. Wir haben das 7-mal gedreht oder so, so hintereinander. Aber ich finde es ja cool. Ich mag das. Alles, was mich herausfordert und auch physisch anstrengt, ich mag das. Naja, gut, ihr könnt es ja auch tatsächlich, oder? Also ihr macht auch, glaube ich, ganz viele Sachen selber und so. Man könnte auch, also wäre es möglich zu sagen, ich möchte, dass das jemand anderes für mich macht? Bestimmt, aber es ist ja schade, weil dann verschenkt man sich Einstellungen, dann siehst du das Gesicht nicht oder so. Also aus versicherungstechnischen Gründen dürfen wir manche Sachen gar nicht machen. Mhm. Und aber alles, was geht, versuche ich immer selber zu machen. Das sieht nicht sehr österlich aus. Also die Osterruhe kann nicht gewahrt werden in allen Punkten tatsächlich. Worum geht's so grob? Ja, also wir hören ja bei dem ersten Teil mit einem Cliffhanger auf. Wir haben ja ich glaube, das Besondere überhaupt bei unseren Tatorten ist, dass wir eine horizontale Erzählweise gewählt haben. Also wir hören immer mit einem Cliffhanger auf. Und das ist ein bisschen wie eine Serie, nur dass die Leute eben ein Jahr warten müssen, bis sie die nächste Folge gucken. Und im ersten Teil ging es ja um eine Familie. An der Spitze war ein Patriarch, der Zwangsarbeiter beschäftigt hat, über viele Generationen, auch mit dem Nationalsozialismus sehr, sehr verwoben. Und der Vater von Adam lag ja 15 Jahre im Koma, also von meinem Kollegen. Und er wacht auf und meint jetzt bei den Ermittlungen helfen zu müssen. Es geht jetzt, sind wir in einem anderen Milieu. Also der Mord, der jetzt passiert, passiert an einem Gymnasium. Und es geht eben um eine Schülerin, die getötet wird. Und die Geschichte aber mit Adam und mir und der Vergangenheit, mit dem Vater und warum der im Koma war. Und so, das wird da parallel bei uns behandelt, was für uns als Tatortkommissare noch mal wesentlich spannender ist, weil es geht nicht nur um einen Mord, sondern eben auch um die Geschichte, die Adam und ich mitbringen. Okay, also das heißt, es würde sich anbieten, den ersten Teil noch mal zu gucken, damit man voll im Thema ist. Vielleicht ist auch eine schöne Sache für einen Ostersonntag. Ja, weißt du, wenn man die ganze Zeit mit der Familie zusammen war, hat man vielleicht auch genügend Aggression, um zu sagen, jetzt gucke ich einfach mal beim Tatort rein. Ich glaube, der erste wird gerade in diesem Moment wiederholt. Mhm. Und der neue läuft am Ostermontag. Also wunderbar, wunderbar. Wann wirst du gucken? Jetzt hattest du gehofft, dass du den zweiten Teil zumindest mit Familie und Freunden zusammen gucken kannst. Jetzt machen sie dir schon wieder einen Strich durch die Rechnung. Wobei, vielleicht hat Angela Merkel deshalb die Osterruhe noch mal zurückgenommen. damit wir in Ruhe alle zusammen deinen Tatort gucken können. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wo ich gucke. Man muss tatsächlich, man hat das Gefühl, es ändert sich täglich. Also das, was man darf und was man nicht darf. Und mit wie vielen Leuten. Und vielleicht darf man draußen zu sechst mit einem Pony. Darf man. Ja. Darf man. Aber nur, wenn man Jennifer heißt. Und, wenn das Pony, und im Saarland. Genau. Wenn das Pony jünger als 12 ist. Oder genau. Ganz genau. Also wie auch immer, ich werde es gucken und notfalls alleine. Ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass du bei uns bist. Cool. Wladimir Bulakow, vielen Dank. Meine Damen und Herren, es geht spannend weiter. Unsere nächsten Gäste sind seit, das ist schon eigentlich eine Sensation an sich, sind seit 30 Jahren verheiratet. Sie 28. Ich fange nochmal an. Meine Damen und Herren, das ist schon eine Sensation. Sie sind fast 30 Jahren verheiratet, 28, aber es kommt vielleicht dem einen oder anderen des Ehepaars schon so vor wie 30. Man weiß es nicht. Sie war jahrelang Korrespondentin in Moskau für den Stern und hat großartige Bücher über Russland geschrieben. Er war Chefredakteur des Spiegels und ist heute preisgekrönter Investigativjournalist. Ich freue mich. Die beiden hat Corona noch mehr zusammengebracht, als die letzten 28 Jahre das wohl der Fall war. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Katja Gloger und Georg Maskelow. Herzlich willkommen. Ja, es ist ja so, wenn man so lange zusammen lebt, lebt man auch deshalb so lange glücklich zusammen, weil man sich, wenn man so erfolgreich beruflich ist wie ihr beide, eigentlich recht selten sieht. Habt ihr im Zuge des Buches, über das wir jetzt sprechen wollen, das ihr gemeinsam geschrieben habt, habt ihr euch da so kennengelernt, dass ihr plötzlich mal so zur Seite geguckt habt, er zu ihr, sie zu ihm und so überlegt, aha, das ist also jetzt meine Ehepartnerin, mein Ehepartner. Habt ihr euch neu erfahren? Ja, guck mal, die schwierige Frage kommt gleich zu Anfang. Ja, es geht so weiter, Georg. Wir waren ja dann im
eine ganze Weile im doppelten, wenn nicht sogar im dreifachen Lockdown, in dem Lockdown, den wir alle erlebt haben. Dann hatten wir sagen, unseren persönlichen Lockdown da am Schreibtisch über Manuskriptseiten und dann auch noch sagen, der Gefangene dieses Virus, weil wir ja gar nicht wissen oder wussten, wohin es mit uns geht. Ja. Und das waren dann schon so zum Teil ganz, wie soll ich das mal sagen, Georg, ganz intensive Tage. Ja. Und abends sind wir auseinandergegangen und haben uns gesagt, Mensch, ich liebe dich trotzdem. Ja, schöner kann das Gespräch nicht werden. Wir reden über ein Buch, wir reden über Corona. Richard David Precht hat zu Beginn der Sendung gesagt, er hat das Virus, die sogenannte Wuhan-Grippe, wie es damals hieß, zunächst unterschätzt. So ging es mir auch, so ging es euch aber nicht. Ihr habt, wir blicken zurück, ihr habt gleich zu Beginn die Entscheidung getroffen, über das Thema recherchieren wir, dem Thema widmen wir uns. Was hat den Ausschlag gegeben, ich weiß nicht, wer von euch beiden die Frage beantworten möchte, sich so früh damit auseinanderzusetzen? Habt ihr geahnt, da kommt eine große Welle? Ja, es ist eine ungewöhnliche Situation gewesen. Wir sind wie in jedem Jahr gemeinsam als Teilnehmer zur Münchner Sicherheitskonferenz gefahren, ja. So wie seit vielen Jahren. Das ist dann das 3. Februar-Wochenende. Die Bilder kennen irgendwie die allermeisten im Bayerischen Hof. Die dichtes Gedränge, die Leute schütteln sich die Hände oder liegen sich in den Armen. Und Katja hatte für den Stern immer mal wieder über Pandemien und Epidemien berichtet. Und ich war von der Münchner Sicherheitskonferenz gefragt worden, ob ich eine der Veranstaltungen moderieren würde. Das mache ich da immer mal wieder. Und mein Thema war biologische Sicherheit. Und da gab es dann Leute, die teilnahmen, so wie zum Beispiel Lothar Wieler, den damals kein Mensch kannte. Und Katja traf auch viele alte Bekannte von der Bill und Melinda Gates Stiftung, von der Weltgesundheitsorganisation. Und ich hatte nun auch mit ganz vielen beruflich zu tun, die sich mit dieser Pandemie beschäftigten. Und Katja verbrachte viel Zeit, ich verbrachte viel Zeit mit denjenigen, die sich in diesem Bereich so gut auskennen. Und die waren alle unglaublich beunruhigt. Und die waren alle beunruhigt, nicht weil sie schon so viel wussten, was sie verheimlicht hätten, um zur Verschwörungstheorie zurückzukommen, sondern die waren beunruhigt, weil sie so viel nicht wussten. Weil sie nicht wussten, ob, man muss wissen, dass in diesem Kreis dieser Experten seit vielen Jahren darüber geredet wird, dass sie sagen, es ist keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann. Wann eine Pandemie uns richtig erwischen wird. Und die beschäftigte die Frage, ob dieser Moment eigentlich erreicht sei. Und diese Beunruhigung, die hat sich auf uns beide übertragen. Und wir sind sozusagen unabhängig voneinander aus München zurück nach Hamburg gefahren und gesagt, das ist, wir wissen nicht, was kommt, aber das gehört zu den Dingen, die man ganz genau im Blick behalten sollte. Und das ist der Grund, warum wir sehr früh angefangen haben, uns um das Thema zu kümmern. Ehrlich gesagt, viel früher als die Idee eines Buches ist dann erst später gekommen. Aber wir waren früh dran in der Frage, wir schauen genau hin. Das Buch ist ja eine Chronologie der Ereignisse bis jetzt. Und man kann sicherlich versuchen, die Zukunft besser zu verstehen, wenn man die Vergangenheit noch mal Revue passieren lässt. Am 18. Mai 2020 hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, wir stehen vor der schwierigsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Erste Maßnahmen zur Pandemie wurden eingeleitet. Wir haben vorhin bei Richard David Precht gehört, wir alle standen irgendwie doch dahinter und haben gesagt, die machen das. Wir sind, also ich persönlich auch, bin spät aufgewacht, aber die machen das doch irgendwie ganz gut. Was hat den Erfolg der ersten Monate, Katja, ausgemacht? Politische Einigkeit. Ja. Die Angst der Menschen vor diesem Unbekannten auch. Wir erinnern die Bilder aus Bergamo. Ja, die, Schockbilder. Die stehen uns ja sagen, vor Augen. Und die daraus resultierende, das glaube ich schon, so eine gemeinsame Entschlossenheit, diesem Virus, diesem unheimlichen Ding zu begegnen und es möglichst zu bewältigen. Und das ist uns in diesem Land ja in dieser ersten Welle auch wirklich gut geglückt. Im Ausland hat man uns bewundert. Deutschland, der Pandemie-Bekämpfungsweltmeister, wie habt ihr das bloß geschafft? Das deutsche Wunder, der deutsche Weg. Und in diesem Selbstbewusstsein, das sich dann über das späte Frühjahr und auch über den Sommer entwickelt hat,
glaube ich, haben wir ein paar ganz große Chancen verpasst, uns besser vorzubereiten auf das, was kommen würde, nämlich eine mindestens zweite Welle. Jetzt erfahren wir ja, die es besser machen, sind vielleicht die USA, sind vielleicht England, sicherlich nicht Deutschland und Europa. Kann ein Gebilde wie Europa, wie Deutschland, das aus 16 Bundesländern, Georg, besteht, und ein Gebilde wie Europa, was glaube ich jetzt noch aus 27 ja. Ländern besteht, kann ein solches Gebilde überhaupt schnell reagieren? Denn Schnelligkeit scheint mir ein wichtiger Indikator zu sein. Kann also, es das? Es gibt auch andere, eher föderal organisierte Staaten, die ganz gut durch diese Krise gekommen sind, so wie wir insgesamt ein bisschen vorsichtig sein müssen. Wir haben ja im Moment so eine Neigung dazu, fast täglich auszählen zu wollen, wer jetzt eigentlich besonders gut durch die Pandemie gekommen ist und wer nicht. Da würde ich immer noch mal einen kleinen Moment irgendwie abwarten. Aber ohne Frage ist das so, wenn man sich im Moment die Situation anschaut, dann gehören wir in Europa zu den Hauptbetroffenen. Dann ist Deutschland nicht mehr Pandemie-Weltmeister, sondern wir haben uns irgendwo ein Stück im Mittelfeld, man könnte auch sagen im unteren Mittelfeld, einsortiert. Und ganz sicher ist Geschwindigkeit einer der ganz wesentlichen Punkte. Die wichtigste Währung in der Pandemie ist die Zeit. Man muss im Grunde Ereignisse antizipieren und man muss irgendwie möglichst schnell auf sie reagieren. Eigentlich muss man schon anfangen zu löschen, bevor man das Feuer sieht. Und das ist uns in der zweiten Welle nicht mehr gelungen. Da spielt der Föderalismus eine gewisse Rolle. Wenn immer 16 plus 1 sich einigen müssen, dann geht es nicht schnell. Und wir haben es ganz genauso bei der Impfstoffbeschaffung erlebt. Da haben sich in Wahrheit 27 einigen müssen. Welchen Impfstoff soll man eigentlich kaufen? Wie viel von welcher Firma sollte man kaufen? Wie macht man das mit den Haftungsfragen? Und dann sind natürlich diejenigen, die entschieden sind, die schnell sind, die handeln. Die sind diejenigen, irgendwie, die vorneweg sind. Ja. Barbara hat vorhin gesagt, das fand ich sehr gut, dass Frauen es vielleicht in Spitzenpositionen leichter fällt, sich zu entschuldigen als Männer. Frau Merkel hat sich entschuldigt für diesen Irrtum bezüglich der Ruhetage Ostern. Das hat auch meinen Respekt. Die Frage, die sich mir stellt, kann man Frau Merkel überhaupt in die Pflicht nehmen, weil sie kann nicht durchregieren? Sie kann nicht durchregieren. Ich fand einen Satz sehr gut vor ein paar Tagen, oder ich glaube, es war sogar gestern, dass sie sagt, dann macht doch mehr Rostock und mehr Tübingen. Ihr könnt doch mehr Modellversuche machen. Ich hindere euch doch nicht daran. Also ist die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern schlechter geworden? Und wenn ja, warum? Du oder ich? Da müssen wir uns jetzt einigen. Ja, nein, wie ihr wollt. Katja. Ich glaube, was sich in den letzten Monaten entwickelt hat, war so eine gegenseitige Erwartungshaltung. Mhm. Die einen sagen, der Bund muss es doch richten, die anderen sagen, die Länder müssen es doch richten. In unserer föderalen Ordnung ist die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes, das ist nun dummerweise so oder guterweise so, obliegt den Ländern. Der Bund, also die Kanzlerin, selbst wenn sie wollte, sie kann eben nicht durchregieren. Der Bund ist sicher nicht in Bestform in den vergangenen Wochen und Monaten. Ebenso wenig, wie es die Länder, also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind. Das mag natürlich auch mit der Dauer zu tun haben, dieser Pandemie und der Dynamik auch dieser Pandemie. Es ist eben nicht wie ein Erdbeben, es ist nicht an einem Tag zu Ende, sondern wir wissen nicht, wann es zu Ende ist und wir wissen nicht, wo es hinläuft. Hat denn der Richard David Precht recht, der kritisiert, dass die Menschen eine Kundenhaltung gegenüber dem Staat haben? Krankt das System auch daran, zwischen Bund und Ländern? Jeder erwartet vom anderen unendlich viel. Wir erwarten von Europa. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ach, ich glaube eher, dass es so ist, dass wir nicht den Blick dafür verlieren dürfen, dass die allermeisten Menschen im inzwischen zweiten Jahr dieser Pandemie dann doch auf eine bewundernswerte Art und Weise versuchen, damit klarzukommen und sich an die Regeln zu halten. Ich glaube, es ist die übergroße Mehrheit. Mhm. Die Menschen haben aber ein ganz gutes Gespür dafür, dass sie sagen, na ja, aber wenn der Staat mir viel abverlangt,
dann würde ich schon gerne sehen, dass mein Staat auch selbst in Bestform ist und selber das abliefert, was er eigentlich abliefern kann. Die Antwort darauf, ob der Staat das in der zweiten Hälfte dieser Pandemie und in diesen Wochen abliefert, ist irgendwie unglücklicherweise nein. Ich glaube, wir haben das in dieser Woche auf die beinahe denkbar dramatischste Art und Weise gesehen. Die Kanzlerin hat im Januar in einer dieser Bund-Länder-Beratungen mal den ehrlichen Satz gesagt, wir sind fertig, jeder. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass nicht nur die Menschen im Land müde sind, sondern die sind es auch. Die versuchen im Grunde seit Monaten, die merken ihr selber, dass da was schief läuft. Die versuchen den Weg daraus, nichts funktioniert, nichts geht irgendwie gefühlt mehr irgendwie richtig voran. Aber in dieser Woche ist es tatsächlich ein Kumulationspunkt gewesen, an dem man gemerkt hat, nicht nur die Menschen da draußen sind irgendwie müde, sondern die Politiker sind es auch. Dann kam dazu, dass sie sich unglaublich schlecht vorbereitet haben, nicht abgestimmt haben, sich auf ihren Apparat nicht verlassen haben. Das heißt, in dieser Woche haben sie eigentlich den größtmöglichen Unfall produziert in dieser Sache, über den auch die Beteiligten selbst erschrocken sind. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sie das jetzt selber zu so einem Moment nehmen, noch mal innezuhalten und zu sagen, so wie wir das jetzt machen, wird das nicht mehr gut genug funktionieren. Und wir müssen über die Frage, wie diskutieren wir miteinander? Wann fangen wir morgens an, damit es nicht irgendwie halb drei nachts wird? Wie schalten wir wie verzahnen wir die Apparate gut genug? Wir müssen schon alles dafür tun, dass sich sowas wie diese Woche nicht wiederholt. Mhm. Der Karl Lauterbach hat vor kurzem in einer Talkshow, ich weiß nicht in welcher, gesagt, was ist der Unterschied zwischen Amerika, England, Europa? Er hat gesagt, Amerika hat sich wie ein Unternehmer verhalten, England wie ein guter Kunde und Europa wie ein schlechter Kunde. Befragt, und da frage ich jetzt Richard David Precht, ob er die Meinung teilt, befragt war, wie er das untermauert, diese Argumentation, sagt der Lauterbach. Amerika hat einfach die Unternehmen mit Milliarden zugeschüttet, hat gesagt, ihr baut jetzt Fabriken. Ja, das wird hier hergestellt. England war der gute Kunde, hat sehr früh sehr viel gekauft und mit sehr viel Geld. Und Europa war der schlechte Kunde. Sie haben sehr spät gekauft und mit sehr wenig Geld. Wie, lieber Richard David Precht, kommt man aus dieser Geschichte denn wieder raus? Weil also da bestehen Lieferverpflichtungen. Interessant, dass ausgerechnet ich diese Frage gestellt kriege, die im Augenblick niemand wirklich beantworten kann. Wenn, dann. Himmels Willen. Ja, also maßlose Überschätzung. Ja, nein, also ich weiß das auch nicht. Und ich denke, dass man an dem Beispiel sehr schön gesehen hat, dass Europa auf viele Dinge sehr, sehr schlecht vorbereitet ist, noch schlechter vorbereitet als die Nationalstaaten. Mhm. Wir haben ja auch gesehen, dass als erstes die Grenzen dicht gemacht wurden, als wenn es kein Europa gäbe. Also sagen wir mal, das ganze Verhältnis Pandemie und Europa war ja hochgradig schizophren. Ja. Auf der einen Seite haben wir europäische Lösungen gesucht, im Hinblick auf Impfstoff und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir in jedem anderen Land den potenziellen Feind gesehen, von wo aus das Virus zu uns kommt. Mhm. Also auch das kann man jetzt nicht als besonders durchdacht und ausgetüftelt ansehen. Plötzlich galten diese Grenzen wieder. Warum ist die Grenze zu Frankreich wichtiger als die Grenze zwischen Bundesländern, wenn wir doch eigentlich ein vereintes Europa sind? Ja. Also ich glaube, dass man hat sehr schön gesehen, wie viel Risse im Mauerwerk von Europa tatsächlich noch existieren. Aber jetzt eine Patentlösung zu machen, wie man da schnell wieder rauskommt, da bin ich ja falsch. Ich würde aber gern, was das Impfen angeht, auf einen Punkt hinweisen, der uns dann doch irgendwie besonders wichtig ist. Das ist, Europa hat richtige Fehler gemacht. Übrigens, die Ratspräsidentschaft in der Frage, als es darum ging, wie beschafft man den Impfstoff, hatte die Bundesrepublik Deutschland und damit die Kanzlerin. So, das ist der größte Fehler, der gemacht worden ist, ist, dass wir nicht rechtzeitig genügend Impfstofffabriken gekauft haben. Ehrlich gesagt, nicht die Frage, wer wie viel bestellt hat, sondern die Frage, ob es eigentlich hergestellt wird. Ja. Aber was wir im Moment erleben, ist, dass die reichen Staaten der Welt sich gegenseitig Vorwürfe machen, wer eigentlich wann wie viel bestellt hat und wie es eigentlich ausgeliefert wird. Und die Liste der Staaten, in denen noch nicht einmal das medizinische Personal geimpft worden ist, die ist erschreckend lang. Unsere Gesprächspartner bei der Weltgesundheitsorganisation sagen uns, das ist der denkbar größte humanitäre Test für diese Welt, den wir erleben. Die ganze Welt wartet zu einem Zeitpunkt auf diese Impfstoffe. Und neben dem Menschlichen gibt es ehrlich gesagt auch ein medizinisches Argument, dass es geradezu töricht wäre, darüber nachzudenken, wie wir bei uns möglichst schnell bei den 15-Jährigen ankommen, die wir impfen. Und aber glauben, dass wir eine Krankenschwester in Soweto bis zum Jahr 2022 warten lassen können. Und das Argument heißt Mutationen. Das heißt, wenn wir nicht begreifen, dass Pandemie heißt, dass eine Welt ein Problem miteinander hat
Und wenn wir uns nicht anfangen, mit der Frage zu beschäftigen, wie wir möglichst schnell Impfstoffe bekommen, dass die ganze Welt in Sicherheit leben kann, dann werden wir den wahrscheinlich größten Fehler in dieser Pandemie machen. Und dann werden wir in 3, 6 oder in einem Jahr hier sitzen und sagen, wie ist es eigentlich möglich gewesen, dass diese so sonnenklare Analyse, die wirklich jeder Teil, wie haben wir es eigentlich schaffen können, diesen so bedeutsamen Punkt in der Pandemie zu übersehen? Und als Menschheit und als Staatengemeinschaft nicht zu versuchen, jedenfalls eine Antwort auf diese Frage zu geben. Das ist der Punkt, der wahrscheinlich uns beide im Moment am meisten bekümmert. Und das macht es ja noch mal unverständlicher, dass die europäische Gemeinschaft zu wenig Impfstoff gekauft hat. Nicht nur für Europa zu wenig, sondern hat beispielsweise das benachbarte Afrika gänzlich übersehen. Katja, ihr wart sehr nah an der Politik. Ihr wart sehr nah an den Repräsentanten der Politik. Ich habe die Kanzlerin immer geschätzt, die nur einmal hier zu Gast war, sonst habe ich sie nie getroffen. Ich habe sie immer sehr geschätzt, so als Staatsbürger, ob ihrer Vernunft, ob ihrer Uneitelkeit. Ist es denkbar, dass eine solche Frau sagt, wir warten nicht bis September, wir wechseln das Spitzenpersonal aus durch eine Regierung der Fachleute, weil wir sind alle müde? Spürt ihr sowas? Habt ihr sowas gespürt? Einfach eine Müdigkeit? Einfach eine auch, wo man sagt, wir schaffen das nicht? Unser Gefühl ist Ihre Bitte um Verzeihung. War gleichzeitig auch die Aufforderung an uns alle, dass wir uns alle, egal ob wir politisch tätig sind oder ne, ob wir uns überlegen, wie wir die Ostertage verbringen, dass wir uns alle irgendwie noch einmal richtig, richtig zusammenreißen. Sie hat sich über ein mögliches Misstrauensvotum klar geäußert, das kommt nicht in Frage. Und ich glaube, wir verspüren so eine apokalyptische Endzeitstimmung, dass man jetzt wenige Monate vor einer ohnehin sehr schwierigen Bundestagswahl das politische Personal auszuwechseln, das spüren wir. Ich will vielleicht einen Punkt ergänzen. Die Kanzlerin ist ja ehrlich gesagt nicht besonders gut darin und auch nicht uns an ihrem Gefühlsleben irgendwie teilhaben zu lassen. Ich glaube, die wird bis zum letzten Tag wird sie das versuchen und gleichzeitig ist unübersehbar, dass sie sehr früh verstanden hat, dass das die größte Krise ihrer Amtszeit ist. Das heißt, die Frage, wie ihre Regierungszeit mal betrachtet werden wird, wird ganz wesentlich daran gemessen, wie sie mit dieser Pandemie klarkommt. Ja. Und ausgerechnet in der größten Krise ihrer Amtszeit, Entschuldigung, so kann sie ja nicht so selten. Kann sie nicht so, wie sie gerne wollte. Ja. Weil dass sie anders möchte, ist unübersehbar. Aber die föderale Ordnung lässt sie nicht so agieren, wie sie agieren will. Ja. Sie hat einmal den Satz gesagt in einer dieser Runden, der uns dann doch sehr zum Nachdenken gebracht hat. Sie sagte nämlich, wir müssen auch dafür einstehen, was wir nicht schaffen. Ja. Und so ein Virus ist ja so ein super vertracktes Ding und eine Pandemie ja noch mal um Millionen Dimensionen irgendwie mehr, weil es so ein schonungsloser Lehrmeister ist, weil es uns allen als Gesellschaften den Spiegel vorhält, erbarmungslos, mit allen Stärken, die Gesellschaften haben, mit allen Schwächen auch, die sie haben, all den Entscheidungen, die getroffen worden sind oder nicht getroffen worden sind. Digitalisierung. Und da stehen wir jetzt eben auch. Wir müssen auch dafür einstehen, was wir nicht schaffen, ist auch eine Facette der Ehe. Damit sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Ihr habt als Ehepaar dieses fabelhafte Buch geschrieben, euch mit der Materie beschäftigt. Liebe Katja, lieber Georg, vielen Dank, dass ihr hier gerade teilnehmt an diesem wunderbaren Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn wir über Gäste sprechen, liebe Zuschauer, dann gilt bei uns in der Redaktion am liebsten jung und preisgekrönt. Sie hat beides tatsächlich. 28 Jahre alt und mit dem Prix Pantheon ausgezeichnet, mit dem Bayerischen Kabarettpreis und so weiter. Sie hat einen ungewöhnlichen Vornamen und kommt aus Heinsberg. Über alles wird zu sprechen sein. Tané ist bei uns.
Tarnais als Vorname und Heinsberg. Eins von beiden musst du inzwischen, glaube ich, nicht mehr erklären, gell? Nee, tatsächlich. Und das ist ja ganz irre Heinsberg tatsächlich. Weil vorher war es immer so, egal wo ich war, musste ich natürlich sagen, Heinsberg, das ist bei Mönchengladbach, bei Aachen, an der holländischen Grenze. Und jetzt sage ich Heinsberg und alle nur... Ah. Ne? Also Heinsberg, ne, war natürlich der erste große Corona-Herd, der da war. Es war jemand in China und ist kurz vor Karneval zurückgekommen. Und dann war natürlich Karneval, ne? Ja. Und in Heinsberg steht jeder ab, Karneval, ne? Und da habe ich natürlich, denkt man dann drüber nach, wie läuft das, ne, zu Hause? Und dann unterhältst du dich mit dem Partner und sagst, hör mal, kann ich noch, ich bin nicht Jod, aber hör mal, das Kostüm hat 30 Euro gekostet, wie jeden. Ne? Und dann zack, war es so, 200 Leute infiziert und so hat das alles seinen Lauf genommen, ja. Also hat Heinsberg also so eine gewisse Berühmtheit erlangt im letzten Jahr. Ja. Tarnais ist kein Künstlername? Nee, da haben sich deine Eltern richtig was dabei gedacht. Ja, meine Eltern haben einen Film geguckt, als meine Mutter hochschwanger war. Und im Abspann haben sie sich die Namen angeguckt und die Hauptdarstellerin hieß Tarnais, also die Schauspielerin. Und ja, das ist ich mag den Vornamen tatsächlich auch sehr, weil ich weiß immer, ich bin gemeint. So, das ist auch ganz praktisch. Ich hatte irgendwie 6 Lisas in der Klasse, 7 Simons und so. Und ja, Tarnais war da ganz dankbar. Natürlich, der Name ist selten. Und das heißt, eigentlich war ich nie Tarnais, sondern Tanne, Tachne, Torni, Tahe, Tanja. Ne? So, da gibt es verschiedene Sachen. Aber ich bin auf der Bühne tatsächlich nur beim Vornamen geblieben, weil es einfacher ist. Mein Nachname ist noch komplizierter. Ich heiße Schafarzig. Nee, das, damit kannst du keine Karriere machen. Konsonanten, da kannst du beim Scrabble viele Punkte holen, aber ansonsten, also da bin ich sehr dankbar über den Vornamen. Ja. Du hast gerade die Bühne angesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern, wann das letzte Mal auf einer Bühne standst und wie viele Leute waren da? Und meinst du, du wirst das nächste Mal, ich frage mich manchmal, fangen wir, die wir viel auf Bühnen stehen, vielleicht das nächste Mal an zu weinen, wenn wir so viele Leute vor uns sehen? Ich weiß auch gar nicht, weil wir gar nicht mehr damit umgehen können. Ehrlich gesagt, weil also, ne, ich war jetzt ein Jahr auch komplett raus. Ich glaube, ich hatte den letzten Auftritt am 8. März in Bamberg, so, wo wirklich ganz normal gespielt wurde vor Menschen, die nebeneinander gesessen haben. Und dann war erstmal natürlich Lockdown und gar nichts mehr. Und dann Bühne bis jetzt ist natürlich auch nicht praktizierbar. Ich habe dann 2 Autokinos gespielt. Ich hatte mich erst total dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ich spiele doch nicht vor Autos, das ist ja Horror. Ich muss die Leute sehen, ich brauche irgendwie Reaktion und das Gemeinschaftsgefühl so. Aber dann und nimmt dann, man alles. Und dann bin ich komplett, ja, ich bin dann irgendwann natürlich auch total durchgedreht zu Hause, weil wenn du auch mehr als 100 Tage unterwegs bist und dieses Adrenalin nicht mehr hast und den Austausch mit den Leuten und das dich irgendwie auch so austoben kannst, dann habe ich das auch gemacht, weil auch Kollegen gesagt haben, hör mal, das ist super, mach das doch mal. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll denn passieren? Ich mache ja eh gerade nichts. Also dann mache ich das und es war wirklich für den Moment auch schön. Also es ist nichts, was man auf Dauer gut machen kann, aber ich glaube, so Musik funktioniert da eher, aber das war schön, das war wie so ein Festival. Na klar. Leute haben sich Pizza geholt und die haben die Autos verziert, Schilder gebastelt. Und so eine Scheibenwischer-Spritzanlage und eine Lichtstufe ist ja auch besser als gar nichts. Es war toll. Oder? Also ich meine, Bernhard Hoecker hat mir erzählt, dass er das liebt, ja, wahrscheinlich auch aus der Verzweiflung, aber der tritt oft in Autokinos auf. Ja, das ist natürlich schräg, ne? Wenn du angehupt wirst, da ist ja eher nicht so das Gefühl, dass du mit was Positivem irgendwie... Aber besser als nichts. Ja, ja, also ich habe dann 2 Shows natürlich auch gespielt mit dann im Herbst, wo es ging mit Hygienekonzept und weit auseinandersitzen, alle mit Maske auf. Aber das war wie so ein dubioser Imkertreff oder so, wenn du die Leute dann anguckst mit Maske. Das ist natürlich nicht schön, ich freue mich einfach, wenn es wieder losgeht. Und ich meine, das muss man ja auch keinem erzählen, die Theater sind leer, die Flieger voll. Eigentlich könnte ich jetzt auf dem Flieger nach Malle zwischen Köln und Palma mein ganzes Programm spielen, noch ein Q&A hinten dranhängen. Da ist wenigstens Publikum. Ne? Ja, das stimmt absolut. Wer guckt dir denn momentan zu? Also brauchst du jemand, um deine, also wenn du dich jetzt wieder in deine Figuren reindenkst, du kannst ja wirklich so viele tolle Leute so wunderbar nachmachen. Brauchst du Publikum? Hast du denn dann irgendwie, oder machst du das dann? Ich rede ja sehr viel in Dialekten mit mir selbst, während ich Hausarbeit erledige. Machst du das auch? Ja, das mache ich auch. Ich spreche mit mir praktisch den ganzen Tag. Also ich mache keine Hausarbeit, ich stehe einfach da. Oder? Ich mache das tatsächlich auch. Also irgendwie kommt immer irgendwas raus und mich fasziniert das einfach. Ich mache das, seitdem ich klein bin und Sounds, Stimmen, Dialekte, Figuren, das hat mich immer schon fasziniert. Ich habe meine Eltern und meinen Bruder wahnsinnig gemacht früher, damit, weil ich immer nach der Schule sofort alles rauslassen musste. Meine Mutter hat dann erstmal den Sauger angemacht für 2 Stunden, damit sie Ruhe hatte. Mein Bruder hat nur die Zimmertür zugeschlagen. Ruhe! Ne? Es war nicht einfach, glaube ich. Was hast du, wer war früher sozusagen, wenn du aus der Schule kamst, was waren die Personen, die dich
die dich inspiriert haben? Ich habe super viele Lehrer nachgemacht und natürlich auch Serien. SpongeBob, Wahnsinn, Patrick, jetzt geht's hier los. Also das war irgendwie Santiago Ziesmann, natürlich eine grandiose Stimme. Ich habe auch super viele Telefonstreiche früher gemacht. Wir hatten noch einmal deswegen die Feuerwehr zu Hause, weil der kleine Nils natürlich dann auch was war, was ich nachgemacht habe. Und dann irgendwann gesagt hat, ja, unsere Waschmaschine, da ist eine Katze drin, kann jemand mal vorbeikommen, bitte? Und dann sind die halt vorbeigekommen, so. Ach, super. Ja, das fand ich immer gut. Gibt es irgendeine, also jetzt momentan unter den lebenden, echten Personen im deutschen Fernsehen, man glaubt ja immer selber nicht, dass man imitierbar ist. Also ich glaube, jeder sagt von sich selber, ich habe eigentlich gar nichts, was man nachmachen kann. Und wenn man dann jemanden sieht, der einen nachmacht, dann merkt man, ah ja doch, ich habe doch ganz schön viele Ticks irgendwie. Möchtest du mir damit was sagen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin, ich würde mich sehr gerne mal durch das Bild einer Imitatorin sozusagen sehen. Aber wer ist deine Liebste? Wen machst du am liebsten nach? Oh, das ist ganz schwierig. Also momentan muss ich wirklich sagen, weil ich mich da auch so reingefuchst habe, Ruth Moschner. Mhm. Weil Ruth natürlich eine sehr tiefe Stimme hat und dann wieder ausbricht, wenn sie was sieht. Und ja, dann natürlich wieder zurück. Und diese ist langgezogen. Und ich denke manchmal, sie hat 1000 Gedanken im Kopf, die sie in einer Sekunde ordnet und da kommt dieses und dann geht's weiter. Also das ist immer eine wahnsinnig lustige Stimme, genau so die ich sehr gerne. Caro Kebekus, ja, Caroli Kebekus ist ja die Frau schlechthin momentan in der Unterhaltung. Ja. Da gibt's aber sogar zwei Versionen davon, habe ich gehört. Ja, weil Caroline hat sich natürlich auch über die Jahre stimmlich ein bisschen verändert. Ich glaube, das machen wir alle. Und in ihrem ersten Programm war sie noch sehr laut. Das war immer so, bah, was ist das? Ich will Mettbrötchen, so ein Brot. Mit Honig Butter, so viel mehr ganze Zwiebeln. Ne, es war sehr da. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es ja, Jesus, was wollt ihr mir denn damit sagen, diese katholische Kirche? Also das ist eher ein bisschen laid back. Und, das ist laid back à la Caroli Kebekus. Dann möchte ich nicht wissen, wenn die vorne auf der Stuhlkante sitzt. Ja. ich liebe auch, wie du Dialekte. Für mich sind Dialekte das Schönste. Machst du auch immer das Spiel, dass du, wenn du mit jemandem redest, versuchst im Umkreis von 50 Kilometer abzuschätzen, wo der herkommt? Machst du da? Also ich versuche sofort, wenn ich mit jemandem rede, denke ich mir, nähe Augsburg oder eher bei Duisburg oder irgendwie so. Also. Ja, so spezifisch nah bin ich noch nicht rangekommen, aber natürlich so grob einordnet versuche ich das auch immer total. Ich finde Dialekte ist ganz schön, das ist so die sprachliche Diversität, die wir haben und ich höre das total gerne und Deutschland ist ja nicht nur auch landschaftlich super unterschiedlich und das findet sich ja in der Sprache wieder und ich mache das echt sehr, sehr gerne. Und weiß aber natürlich, weil auch wenn man immer sagt, ja, du machst das so gut, weiß ich natürlich, und deswegen habe ich mich eben auch nicht getraut, was nachzumachen, dass wenn jemand aus dem speziellen Ort, aus der Region kommt, der sofort sagt, das ist aber gar nicht so gut hier. Nee, die ist kein Schwab. Ja, die ist gar kein Schwab. Aber für die anderen klingt es halt irgendwie. Ja, für die ganz anderen gut. Ist es so, oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ganz falsch. Ja. Und es eignet sich ja auch jeder Dialekt für was anderes. Ich finde Berliner gerne mit Lispel. Oder? So ich habe das Gefühl, Berliner Lispeln an sich immer. Ja, da habe ich sofort auch die Haltung, das ist so hier, ich mache hier ja nicht klein, verstehst du? Ja. Ich habe sofort das hier, das ist Angriff. Ja. Also, und Wien. Na, das ist wienerisch, das liebe ich sehr. Es na, das ist super, das ist auch schon breit, das ist schon wienerisch. Es ist natürlich alles Klischee, ne? Aber ich habe natürlich diese eine Idee dann, wie ich das gerne dann interpretieren würde. Und natürlich gibt es auch freundliche Wiener, aber eigentlich im Herzen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Aber sie stirbt, ja. Es gibt den sogenannten Endgegner-Dialekt, so nennst du ihn. Wenn jegliche Liebe aus deinem Körper weicht, welcher Dialekt ist das? Na, das ist das Wienerisch. No. Na sicher, da kann man einfach alle, da kannst du sagen, hey, du bist so hässlich, oder? Ich kann dich nicht mehr mit Stäbchen. Aber das ist das Schönbrunn-Wienerisch, der gehobenen Klasse. Na, es gibt auch das Otterkring. So. Das ist Otterkring, ja. Ich hab einen Tonic am Tablett, weißt du, so. Das ist so, kotzt sich so raus. Das war Schönbrunn. Ja. Und Lisa Eckert hat natürlich noch mal was anderes. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und früher haben Sie nicht in den 50ern immer so gesprochen, auch im deutschen Fernsehen. Es war sehr viel so ein bisschen Schlosscharakter. Aber man hat so ein leichtes Wippen dann dabei. Siehst du das fröhliche? Absolut. Ich glaube, mit bestimmten Themen geht es einfach besser, wenn man es so macht. Ich habe einmal eine österreichische, sehr hohe Fernsehfrau bei mir zu Gast gehabt. Und die hat während des gesamten Gesprächs ungefähr 60 Mal gesagt, bitte scheiß die Wand an, ist das komisch. Und
ich habe mir immer gedacht, oh mein Gott. Also, bitte. Und dabei hat sie 80 Zigaretten geraucht, ja, unter Glaserl Wein. Ja. So, aber das sind alles natürlich ganz fürchterliche Klischees, nicht alle Österreicher trinken. So, du hast eine tolle Sendung und das lese ich jetzt immer häufiger. Das gibt es dann eben sofort in der Mediathek. Ja, und nur da. Und nur da, in der ARD-Mediathek. Das Ganze heißt Tane.7. Ja. Genau, das warum? 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 Ja, 7, weil es ist ein satirisch pointierter Wochenrückblick und 7 Tage hat die Woche und ich habe tatsächlich auch ein Lied gehört und wusste sofort, das ist das Intro irgendwie. Ich fange aber, glaube ich, ganz von vorne an, weil ich habe so viele Sachen, weil ich so froh bin, dass das, weil das endlich da ist, weil man, also ich mache jetzt seit 2011, habe ich das erste Mal auf der Comedy-Bühne gestanden, das ist jetzt quasi dieses Jahr habe ich mein 10-jähriges, so, und jetzt ist so das erste eigene Format irgendwie da. Es ist ein Kurzformat, in dem es sind 15 Minuten. Aber das Tolle ist einfach, ich kann wirklich mich da gänzlich ausleben. Ich schreibe das auch selber mit André Herrmann, meinem Sidekick, zusammen. Also wir machen die Bücher, dann drehen wir das und ich sitze auch im Schnitt, mache die Regie mit. Und das ist halt das Nonplusultra. Das, was ich auf der Bühne quasi auch in Eigenregie mache, kann ich jetzt auch in einem visuellen Projekt irgendwie verpacken. Und das ist ganz, ganz toll. Und die Idee dahinter ist einfach zu sagen, ich gucke in meinen Kopf, ich lasse die Leute teilhaben, weil ich habe ja so viele Stimmen und Sounds die ganze Zeit, Figuren da. Und ich würde gerne mit Haltung auf die Themen, die mich bewegt haben, in der Woche zurückblicken und das in so eine Art Kopfkino verpacken. Und die Haltung kannst du nicht, Gott sei Dank, zurückhalten. Das ist wunderbar und du hast tatsächlich viele Stimmen in dir. Wir hören mal rein und gucken mal rein. Tane.7. Herzlich willkommen zum Recht ratende Frauen-Edition. Toll. Erste Frage. Wo dürfen Frauen seit 2019 Auto fahren? Keine Ahnung. Österreich? Natürlich nicht. Wir fahren nicht, wir führen. Ich löse auf in Saudi-Arabien. Toll. Wo wurde einer Frauenärztin per Gerichtsbeschluss verboten, auf ihrer Internetseite anzugeben, dass man sich bei ihr über Abtreibungen informieren kann? Niemand? In Deutschland! Toll! Warum in die Ferne schweifen, wenn die Unterdrückung liegt so nah? Wir haben glücklicherweise nichts über Corona gehört. Ist aber Corona trotzdem wahrscheinlich ein Thema, was du momentan noch verarbeitest, ja, oder? Ja, klar. Ich meine, die Nachrichtenlage ist ja zu 90% Corona. Und da wird natürlich immer was mitschwingen. Ich glaube, wir haben in der Folge natürlich die Großdemonstration in Kassel drin. Nena nicht. Aber so ein paar andere, die natürlich Freiheit, Liebe und Demokratie trotzdem auch wollen. Mhm. Und dann natürlich den Ausstieg von Dieter Bohlen haben wir mit drin. Und Mallorca-Urlaub. Und der Teil war jetzt speziell gemünzt auf den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Also da haben wir versucht, einen großen Mix zu machen. Es ist natürlich auch ein straffes Programm, weil wir immer so aktuell sind. Das heißt, und 15 Minuten nur, genau, aber hast 15 du gut Minuten, zu tun. Ja, gut zu tun und auch viele, viele Figuren. Und André und ich schreiben das halt Montag bis Dienstag. Dann ist mittags irgendwie Buchabgabe, dann wird das Mittwoch gedreht und genau, es ist ja klar, ist ja immer wochenaktuell. Genau, das ist ein straffes Programm, aber das ist super. Das ist gerade der Wahnsinn, dass das geht und dass ich das machen kann. Und das ist ganz, ganz toll. Und dementsprechend auch so viele Figuren, weil die geben einem natürlich auch eine andere Freiheit, bestimmte Themen anders zu setzen, die ich so gar nicht platzieren kann. In der Rolle kann man ja immer noch mal viel mehr sagen als Person. So, wobei du auch schon als Person immer sehr deutlich bist, was ja wunderbar ist. Sind die Heinsberger schon recht stolz auf dich? Ja. Bist du schon, kriegst du bald eine eigene Sackgasse oder einen Fahrradtunnel, der nach dir benannt wird? Den eigenen Wendehammer. Wie war es denn, eine Kindheit in Heinsberg? Ich finde die Nähe zu Holland, das klingt eigentlich, das könnte spaßig sein. Wie hast du es empfunden? Ist ja ein kleines Städtchen. Also Heinsberg an sich, als Kind da aufzuwachsen, war toll, weil da hast du natürlich jegliche Freiheit. Also draußen sein, das ist, glaube ich, das Schönste, was man sich so vorstellen kann. Das wird dann mit zunehmendem Alter ein bisschen unangenehmer, bis auch zunehmend wahnsinnig langweilig. Und dann erst unangenehm und dann wahnsinnig langweilig. Genau. Und dann ist aber auch mal schön, wenn man so mal einmal im Jahr auch zum Besuch zurückfährt und so. Aber ich bin froh, dass ich halt im Urbanen wohne, aber trotzdem in Heinsberg immer mal wieder zu Besuch bin. Aber das Aufwachsen an sich war natürlich cool.
wie gesagt, durch die Freiheit auf dem Land, aber gleichzeitig natürlich die Themen bleiben gleich. Ne? Das ist immer am Tisch. Was sind die Themen? Was sind die Themen? So, hier hast du schon gesehen, der Schmitzens hat die Tonne noch nicht rausgestellt. Ja, du weißt, um 22 Uhr ist die Tonne draußen. Ne? Ah, das ist so. Oder irgendwie, der von gegenüber, von Robert, hast du gesehen? Hier, ich glaube, der hat im Lotto gewonnen und der hat schon wieder ein neues Auto. Ne? Das dreht sich halt die ganze Zeit im Kreis irgendwie und man kommt gefühlt nicht so von der Stelle. Aber das gab mir auch irgendwie so die Zeit, das Ganze so zu beobachten. Ne? Und das, diese Feinheiten liebe ich halt. Und das ist das, was ich dann auch gerne dann auf die Bühne bringe. Und die kommen dann wahrscheinlich auch alle irgendwann mal im Laufe deines Lebens in deinen Programmen vor, tatsächlich. Ja, sicher, Heinz-Bash ist immer ein Thema. Heinz-Bash ist immer ein Thema. Auch der Sound alleine, ne? Ich finde, das ist wie ein Leier. Das ist immer schwierig. Nur jetzt mit Corona natürlich noch mehr. Das ist immer so leid. Und, na, das ist schwierig. Corona. Sehr schön. Ja. Ich werde sehr häufig gefragt, warum es so wenig weibliche Comedians gibt. Und ich habe darauf ehrlich gesagt keine Antwort. Hast du eine? Ja, zu viel Qualität macht Angst. Ne? Ich weiß es nicht. Nee, also tatsächlich ist das ein ganz spannendes Thema. Natürlich ist es auch ein leidiges Thema. Weißt du ja auch. Ne? Also es ist so... der Witz ist ja, es gibt gar nicht so wenig Frauen, die sind nur nicht so sichtbar. Ne? Ja. Und es ist wahnsinnig komplex, man könnte da sehr lange und breit drüber sprechen. Der Punkt ist natürlich, dass du als Frau anders wahrgenommen wirst auf der Bühne. Also das ist das zum einen. Ne? Also das heißt, wenn du als Zuschauer einen Mann auf der Bühne siehst, ist das erstmal wertfrei. Du siehst ihn und du gehst erstmal davon aus, okay, das ist absolut neutral, der erzählt mir jetzt was Lustiges. Und eine Frau, wenn sie nicht schon lange etabliert ist, kommt auf die Bühne und hat sofort diesen Minusstatus sozusagen und muss sich erstmal das Lustigsein erarbeiten. Also das heißt, jetzt muss die uns erstmal zeigen, dass sie lustig ist, weil angenommen wird, dass Frauen per se nicht lustig sind. Warum ist das so? Weil du natürlich als Frau gerne, weil es nicht so, natürlich im Verhältnis nicht so viele Frauen gibt, dann gerne in Sendungen eingeladen wirst, in Mixshows, die im Fernsehen dann stattfinden und dann stehst du da als Frau, die erst 3 Auftritte hatte, was quasi nichts ist, neben 6 Männern und die haben natürlich schon Jahre Erfahrung und dann stehst du da repräsentativ für alle Frauen und dann ist klar, die kann natürlich nicht das leisten, was die umstehenden Männer leisten. Das ist interessant. Leisten. Ich glaube immer, eine Frau ist dann tatsächlich repräsentativ für alle Frauen, während wenn ein Mann es irgendwie verkackt, würde man ja nicht sagen, ja, männliche Comedians sind grundsätzlich eine schwierige Sache. Ja, aber ich kenne natürlich auch wahnsinnig viele Männer, die ich schon in den Jahren gesehen habe, wo ich dachte, hör mal, du solltest, das war dein letzter Auftritt hoffentlich. Ja, ne? Also ist ja klar, aber deswegen, also Humor ist ja generell erstmal nichts Geschlechtsspezifisches. Nee. Ne? Also ich erzähle ja was und das ist lustig oder nicht lustig und das ist ja auch ein subjektives Empfinden, ob ich jetzt lache oder nicht. Ne? Und die Caroline hat was Lustiges gesagt, als sie hier war. Und es stimmt wirklich, die sagte, wenn ich oft so bei so einem Comedy-Club angerufen habe, gefragt, ob ich auftreten kann, dann hat man ihr oft gesagt, nee, wir haben an dem Abend schon eine Frau. Ja. Was sehr lustig ist. Weil, oder, und Thomas Hermanns übrigens hat das Gleiche gesagt. Der wird immer dann da, ich sage, du, wir haben schon einen Schwulen. Ja, so, Wahnsinn, ja? Oder? Also, und dann, damit war es das dann irgendwie, war man dann irgendwie erst beim nächsten Mal wieder dran. Und das ist, glaube ich, eine Argumentation, da müssen sich jetzt demnächst was anderes einfallen. Ja, aber ich glaube, also es tut sich schon was. Also das kriegt man schon mit. Und ich glaube, da ist auch, das wird alles irgendwie sensibler behandelt mittlerweile. Und es ist natürlich noch ein langer Weg, klar. Aber wir sind dran. Eine Frage, Unterschiede Mann-Frau. Du hast dich auf die Suche gemacht, Hosentaschen. Mhm. Da hast du eine Antwort gefunden, warum Männer-Hosentaschen grundsätzlich anders aussehen als Frauen-Hosentaschen. Bitte. Ach Gott, ja, jetzt ist auch wieder ein längeres Thema, hör mal. Aber also es ist halt grundsätzlich so, das werden auch Frauen hier alle bestätigen können, dass Frauen Hosen in der Regel keine bis kaum Hosentaschen haben. Ne? Und wenn, sind das nur so Platzhalter, wo du denkst, da krieg ich maximal einen OB rein oder halt diesen zugenäht, dann denkst du ja auch, ja klar, ich stehe so gerne so. Ne? Also komplett wahnsinnig, weil wenn ich mag keine Handtaschen, das ist nicht so mein Ding. Du wenn willst ich einfach, in die Hosentasche ja, stecken. Ja klar, ich habe ja sonst was, will ich denn mitnehmen, wenn ich mal eben irgendwo hingehe? Ich brauche Schlüssel, Portemonnaie und Handy. Ne? Und dann muss ich da so einen Lederlappen mit mir tragen, da habe ich auch keine Lust drauf. Mag ich einfach nicht. Ne? Und das ist was, ich trage deswegen natürlich gerne Männerhosen. Ne? Und habe ich jetzt auch ran, ne? Da komme ich komplett rein, weil alle Frauen, die Hosen tragen, ihr habt Kleider an, das ist so. Ich komme zum Beispiel ganz rein, ist das nicht toll? Das ja, gibt es tatsächlich nicht bei Frauen, Hosen. Ja. Hosen, das ist echt. Das da kriegt man maximal bis zum ersten Knöchelchen irgendwie unter. Ja, klar. Okay. Also Frauen mussten natürlich früher, also das ist ja so gewesen, Frauen haben kein Geld verdient und Kleider maßgeblich getragen. Ja, und deswegen braucht um meine man ganze Kohle unterzubringen, Hose, muss ich dann am Ende doch wieder eine Handtasche mitnehmen. Du nimmst den LKW. Mit Anhänger. Also, wir freuen uns
wahnsinnig, ja, dass du bei uns bist. Aus Heinsberge angereicht. Nein, ja, du wohnst natürlich inzwischen in Köln. Köln. Da sehe ich, ja, dazu habe ich mir das überlegt. Also wunderbar, dass du bei uns bist. Nicht das letzte Mal, nehme ich an. Ja. Tani! Dankeschön. Super. Und meine Damen und Herren, wir bleiben bei Unterhaltung. Wir bleiben bei Unterhaltung im besten Sinne. Sie ist die der heimliche Superstar des deutschen Schlagers, meine Damen und Herren. Seit 2019 hat sie mit ihren Alben dreimal in Folge die Nummer 1 in den Charts geschossen, sage ich mal, geschossen, erreicht. So auch im Januar mit dem aktuellen Album Splitter aus Glück. Dabei ist sie Sänger, ist die Sängerin, das macht das jetzt noch mal figlinsch, noch mal besonders. Sie ist nämlich nicht nur Sängerin, sondern im ersten Beruf ist sie etwas ganz anderes. Und was sie von Montag bis Donnerstag macht, bevor sie am Freitag, im Moment natürlich nicht, auf die Bühne behende springt wie ein Reh, verrät sie uns jetzt. Daniela Alfinito ist unser Gast. Herzlich willkommen, Daniela. Erstmal Glückwunsch zum musikalischen Hattrick. Wie glücklich bist du eigentlich jetzt so auf einer Skala von 10 bis 1? Wo ist dein Glück gerade angesiedelt? Bei 12. Bei 12, also ja, mehr geht eigentlich nicht. Und was ist das für ein Gefühl? Beschreib es doch mal, das ist ja, ich meine, es wurde dir ein bisschen an der Wiege gesungen, weil da reden wir gleich von, du kommst aus einer musikalischen Familie. Aber es ist ja doch das eine ist, sich es vorzustellen, das andere ist, es erreicht zu haben. Was ist das? Ist das, wenn man einschläft abends, dass man plötzlich sich so kneift und sagt, wow, ich habe das geschafft? Kennst du das? Ja, das kenne ich tatsächlich. Es ist ein tolles Gefühl, wenn du ein Album rausbringst. Mhm. Und das Album wird gut beworben von der Plattenfirma, ist aber erstmal das Ganze zu erstellen, dieses Album, ins Studio zu gehen, zu deinem Produzenten, bei mir ist es der Michael Dort, mhm, ja, zu ihm zu gehen und die Auswahl aussuchen nach den Liedern und dann zum Einsingen gehen. Und dann, wenn dieses Produkt fertig ist und dann wird es beworben und du bekommst dann schon ganz viele Feedbacks von außen über Social Media. Man jetzt kriegt so eben, ein Gefühl, ja, ne? Kommt so, oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Es kommt immer mal so ein Lied nur raus, ja. So, ja, ja, Probe, gucken. So eine Wasserstandsmeldung. Ja. Ne? Und plötzlich, ja, dann ist der Tag da. Und das Album kommt raus und du sitzt dann eine Woche lang und wartest. Dann kommen die Midweek-Charts, dann ist der Freitag dann da und dann kommt das Album raus. Und dann ruft dein Papa dich an und sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft auf Platz 1. Ja, ja, und das ist... Weil das, er gerade im Urlaub war, ja, und ich war gerade unterwegs auf der Autogrammstundentour. Hab mein Produkt vorgestellt in verschiedenen Centern, ja. Und ich war gerade auf dem Weg nach Bochum und dann klingelt bei mir das Telefon und sagt, Mensch, du hast es geschafft, das erste Mal, ja, dein Wunsch, was du dir immer erträumt hast und du hast es geschafft. Gänsehaut. Ja, das war Gänsehaut pur. Ich weiche Knie. Was soll ich jetzt machen? Du sitzt in Teneriffa, ich sitze im Auto hier, was soll ich jetzt machen? Ja, in Bochum geht mal ins Bütchen und kauft sich einen Schnaps erstmal so, oder? Ja, also ich war dann schon, ja, es war, ja, schon, war schön. Wie du sagtest, kneif mich. Jetzt hat dein Vater dich angerufen und du bist ja tatsächlich mit Musik, mit Entertainment, mit Unterhaltung aufgewachsen. Dein Vater und dein Onkel, das sind die Amigos, ja, ja? Und und du bist ja als Kind schon aufgetreten. Ja. Gibt es da Erinnerungen, an die du so deine ersten Auftritte hast? Ja, mein erster Auftritt, das war als kleines Mädchen. Ich durfte samstags, also die Amigos waren eigentlich eine Dorfband. Ja. Ja, die sind durch den Vogelsberg getingelt. Ja. Auf Kirmes, auf Geburtstage und. Und wenn sie sonntags Musik gemacht haben, und dann durfte ich meistens mit. Mhm. Und ich saß immer vor der Bühne. Ja. Und irgendwann kam dann mein besagtes Lied, das lief zu Hause hoch und runter. Kreuzberger Nächte sind lang. War das ein Lied, was du mochtest? Gebrüder Blattschuss, ich habe das Lied geliebt. Ja. Ja. Und dann spielten die das Lied, ich gucke ihn an und sage, er macht nur einen Wink, komm hoch. Und ich rannte um mein Leben auf die Bühne und habe mit ihm durch ein Mikrofon gesungen. Wahrscheinlich war es dieser Moment, ich weiß es nicht, aber
Ja, und dann habe ich... Naja, und die zweite Zeile heißt ja auch, erst fangen sie ganz langsam an, aber dann. Ja. Das ist ja eine Allegorie auf dein... Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Und dann hatte ich halt mein eigenes Lied, Nicole brachte ja das Lied raus, ein bisschen Frieden. Ja. Und dann war ich, das war mein Lied und wann immer ich mit durfte, habe ich dieses Lied gesungen. Und ich wollte aber doch lieber raus zum Spielen. Aber nein, ich musste das Lied 2-3 Mal singen. Ja. Und ja, es war eine schöne Erinnerung. Na, freilich. Und aus diesen Erinnerungen schöpfst du ja mutmaßlich auch den Mut, jetzt so eine erfolgreiche Sängerin zu werden. Du hast zunächst auf der Bühne mit im Chor gesungen bei den Amigos, meines Wissens. Nee? Nein, wir haben ein eigenes Studio gehabt. Ja? Ja. Also wir haben immer noch ein eigenes Studio. Ja. Aber wir gehen jetzt im Moment halt nach Köln. Zu Michael Dort, da produzieren auch die Amigos. Okay. Als du deine Solokarriere gestartet hast, hat dein Vater da gleich gesagt, Mensch, das mach mal? Oder hat er Väter von Töchtern neigen ja gelegentlich zum Klammern. Hat er losgelassen, dich unterstützt? Natürlich hat er losgelassen, weil 2006 ging das ja mit den Amigos. Die sind ja wie ein Pilz aus der Erde geschlüpft. Ja, ja. Ich war ja noch an der Arbeit, ja. Ich habe sie, lange Zeit habe ich sie begleitet. Wir haben zusammen gesungen. Ich habe alleine Lieder gesungen, gecoverte Lieder gesungen. Mhm. Und dann war die Zeit, Amigos haben einen Plattenvertrag. Ich sage, okay, ich gehe weiter an meine Arbeit. Mhm. Macht ihr euer Ding, ich gehe jetzt raus. Mhm. Und dann bin ich weiter an meiner Arbeit. Und über die wollen wir sprechen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, das kann es doch nicht alles gewesen sein in deinem Leben. Ja, hier fehlt noch so ein Kick. Ich finde, ein bisschen Bühne kann doch jeder vertragen. Ich möchte gerne wieder singen. Ja. Okay, wir hatten dann unser Tonstudio. Wir haben dann Lieder aufgenommen, Stiff Malmquist, Liebeskummer, Tennessee Walls, Heißer Sand. Ja. Mein Vater sagte, die Menschen da draußen müssen dich erst wieder kennenlernen. Hat er recht. Du musst dir deinen eigenen Namen verschaffen. Ja. Und so habe ich diese alten, gecoverten Lieder, ich habe sie geliebt, habe ich dann, bin ich dann immer noch mal zu Auftritten hier und da. Und dann war es soweit, dann kam das erste Album. Ja. Wir wollen jetzt erstmal auf deinen Beruf eingehen. Weil du hast das eben beiläufig erwähnt, dass du bei der Arbeit gewesen bist. Du hast ja was geschafft. Du warst erst sozusagen im Umfeld der Amigos mit deinem Onkel und deinem Vater ein bisschen unterwegs. Dann hast du eine Solokarriere hingelegt, hast aber trotzdem deinen Beruf als Altenpflegerin nie aufgegeben, sondern von Montag bis Donnerstag mit Hingabe weiter sozusagen verrichtet diesen Beruf. Vor diesem Beruf habe ich wirklich sehr, sehr viel Respekt. Was macht für dich die Freude an dem Beruf aus? Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die Bewohner, jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Wie sie früher gelebt haben, haben sie zusammengelebt. Viele haben noch einen Bauernhof gehabt und haben dazu noch Schuhe repariert, ja, so solche Geschichten. Ich höre mir das so unwahrscheinlich gerne an. Ich habe auch meiner Oma immer gern zugehört. Ja, du sammelst auch die Biografien, habe ich gelesen. Ja, du schreibst das auf. Biografien schreibe ich nicht. Wir bekommen die Biografien von den Angehörigen. Okay. Und ich setze es dann um, weil wir für jeden Bewohner etwas schreiben müssen, was ihn besonders macht, welche Probleme er hat, welche Ressourcen er noch hat, welche Ziele wir stecken, welche Maßnahmen wir treffen. Und das ist halt für... Ich unterstütze mit meinen Möglichkeiten Sterbehospize. Du bist auf einem Feld, wo es auch etwas mit Tod oder mit... Es ist der letzte Umzug sozusagen in ein Alter. Ist die letzte Stätte. Ja. Hat sich dein persönliches Verhältnis, also sagen wir mal die Angst vorm Älterwerden oder gar die Angst vorm Tod, damit verändert? Ja, was soll ich da sagen? Ich habe immer noch großen Respekt vorm Tod. Ja. Muss ich sagen. Naja, freilich. Auch wenn jetzt bei uns jemanden Bewohner verstirbt, ich habe da großen Respekt davor. Ja. Wir haben viel über Corona gesprochen. Hat sich deine Arbeit eigentlich, ist die erschwert
durch Corona? Natürlich ist die Arbeit erschwert. Du musst es jeden Tag erklären. Du musst es den Dementen jeden Tag erklären, was da draußen los ist, was wir im Moment für eine Welt haben. Und das ist natürlich jeden Tag dasselbe sagen, aber ich mache es gerne. Mhm. Wissen die Menschen eigentlich, dass sie von einem Schlagerstar gepflegt werden? Ja, einige wissen es, ja. Einige wissen es. Sie sagen dann auch, wenn ich dann montags dann an die Arbeit komme, ich habe dich auch gestern im Fernsehen gesehen. Und das ist ja natürlich schön. Ist ja. Und für die wenigen, liebe Daniela, die dich noch nicht in der Ausübung deines Berufes als Musikerin gesehen haben, das neue Erfolgsalbum heißt Splitter aus Glück. Und da haben wir einen Ausschnitt, den wir Ihnen zeigen möchten. Bitteschön. Schön. Das ist jetzt ein Song, der war aber gleich für dich gedacht. Ich frage das deshalb, weil es gab einen anderen Song, der da heißt, sag mir, wo du bist. Nein. Nein, sag mir, wo bist du. Entschuldigung, ich bin gelegen, schlampig recherchiert. Wie gut, dass die Scheibe zwischen uns ist. Aber ich sag's dir, aber der Song war eigentlich für die Band deines Vaters gedacht. Ja. Gibt es denn manchmal so, das weiß ich, ich bin ein alter Rod Stewart und Faces-Fan, also die wenigsten kennen die noch, da gab es immer die Eifersüchtelei, was ist für die Soloplatte von Rod Stewart und was ist für die Faces, welches Material. Gab es bei euch auch so Streit um, dass dein Vater sagte, na, das war ein guter Song, der passt aber auch nicht mehr zu uns, Daniela, komm, sei gnädig. Nein, niemals. Also wir haben jetzt auch mein neues Album jetzt, was 2022 rauskommt, gestern gerade alle Lieder ausgesucht. Also wir sind da ziemlich einstimmig. Ja. Wir beide hatten noch nie, dass wir irgendwie Unstimmigkeiten hatten. Aber natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber das wird dann halt besprochen und dann ist das okay. Meistens gibt er nach. Meistens sagt er, dann. Ja, solche Männer kenne ich auch. Also, pass auf, wir machen jetzt ein kleines Spiel. Und zwar, gibt die Information von Katja Gloge, dass Georg Mascolo ziemlich ein großer Howard Carpendale-Fan ist und vor allen Dingen die Texte von Howard Carpendale präzise weiß. Und das Spiel ist jetzt, pass mal auf, das Spiel ist ganz einfach. Wir haben, ich nenne jetzt euch zwei Songs, und dann sagt Georg mir, ist das ein Song von Daniela oder ist das ein Song von Howard Carpendale? Wir können gleichzeitig bei dir dann auch rausfinden, ob du deine eigenen Songs... Du musst nicht singen, keine Angst. Daniel, du darfst aber nichts. Wir finden danach raus, ob du deine eigenen Songs kennst. Also, der eine Song, lieber Georg, heißt Bahnhof der Sehnsucht. Und der andere auf der langen Reise durch die Nacht. Wer ist von Howard? Das erste. Nein, das zweite. Ich gebe dir eine zweite Chance, weil wir eine faire Talkshow sind. Der erste Song heißt Ich das höre... Das kommt von einem Jahr Corona. Ja, pass auf, aber du kommst wieder rein. Der erste Song, Georg, heißt Ich höre auf deine Augen. Und der zweite heißt Küss mir die Sehnsucht aus dem Blick. Der erste. Ja, und jetzt gebe ich eine dritte und letzte Chance. Der erste Titel wird dir sehr aus dem Herzen sprechen. Ich weiß, wo die Liebe wohnt. Und der zweite heißt, ich kriege mein Herz nicht aus dem Kopf. Der erste. Stimmt. Also das ist nicht schlecht. Und du kannst das bestätigen, notariell absichern. Das ist gut. Du hast, liebe, das will ich noch besprechen. Georg, übrigens Kompliment. Ja. Bravo, da müssen wir jetzt auch mal klatschen. Also ich meine, ich habe das jetzt viel zu wenig gehört. Ja. Was du über Katja erzählen, was sie auf jeden Fall geheim halten will? Aber dafür reicht ja die Sinn. Nein, also zum Beispiel Richard David Precht ist ein großer Bernd Klüver-Fan. Also der Junge mit der Mundharmonika. Wurde mir auch zugetragen, das Gericht grüßt er nicht mehr aus der Welt. Was ist die Quelle? eine schlechte. Du hast auch einen Sohn, mit dem du Duett singst. Also es bleibt irgendwie in der Familie. Wie kam's Nein, das dazu? Bleibt nicht in der Familie. Das war eine einmalige Geschichte. Mein Vater wurde 70 und Maurizio und ich, wir lagen bei mir im Garten und da sagt er dann, du weißt schon, Opa wird 70. Ich sage, ich weiß es, Opa wird 70. Ja. Ja, was wollen wir denn machen? Naja, okay, was wollen wir machen? Es ist noch lange Zeit. Wir finden schon das passende Geschenk. Und da sagt er, wir können ja für Opa ein Lied singen. Och, das aus deinem Mund? Wer soll das schreiben? Ich habe keine Idee zum Schreiben. Somit haben wir unseren Philipp angerufen, unseren Philipp Burger von Freiwild. Ja. Der hat uns das tolle Lied geschrieben, Ein Mensch wie ein Bergwerk. Wir sind dann ins Studio nach Köln und haben es aufgenommen. Und dann habe ich gesagt, das war noch nicht alles. Sag ich, ich muss noch was. Mhm. Und dann haben wir das Ganze noch als Video gedreht. Ja. Also es war eine sehr emotionale Geschichte, ja. Papa hat sich sehr gefreut und ich sage, Maurizio, du musst wirklich damit rechnen, wenn das Lied jemand hört,
Es kann sein. Ja. Und es war so. Ja. Wir waren dann bei den Schlager-Champions. Ja, guck mal. Jetzt, und haben das Lied dort gesungen. Ja, es war wirklich, also für Maurizio war es auch sehr emotional. Es war toll, es war schön, mit dem Sohn auf der Bühne zu stehen und das Lied für den Opa zu singen. Das war natürlich, ja. Da, wo jetzt Tané sitzt, saß vor einiger Zeit Barbara Becker, die wunderbare Barbara Becker. Und sie hat uns erzählt, wie hart das ist, wenn man die Söhne loslassen muss. Oh. Das Buch heißt Mutter allein zu Hause. Oder die, ja. Ging es dir auch so, als der ist 23, glaube ich, dein Kleiner? Der wird jetzt 24, naja, ja. Als er zu mir sagte vor 3 Jahren, ich ziehe aus, ich muss gucken, ob ich mit meiner Freundin zusammenpasse, habe ich mir gedacht, ich werde dieser Freundin sagen, du hast eine andere. Sie wird dich verlassen. Du wirst bei mir bleiben. Gut, also. Für immer. Also loslassen. Für immer. Loslassen müssen wir alle lernen. Wir lassen euch jetzt, Barbara und ich lassen euch jetzt los. Die Sendung ist zu Ende. Eine wunderschöne Sendung ist zu Ende. Vielen Dank, liebe Daniela, für das schöne Gespräch. Ja, meine Damen und Herren, das war die NDR Talkshow. Wir sehen uns am Karfreitag wieder. Da werde ich ausnahmsweise nicht mit Barbara, sondern mit Bettina moderieren. Und wir sind aber nicht alleine. Da Olivia Jones wird kommen, Andreas Englisch wird kommen und Malte Kelly. Ja, und Hubertus, sagen wir es ruhig so, wie es ist. Am nächsten Dienstag bist du schon wieder mit Bettina Tietjen zugange. Da komme ich jetzt aber dann bald mal mit, um zu gucken, was da los ist. Dann ist es nämlich Talk am Dienstag und da gibt es auch wieder tolle Gäste. So, ja. Und jetzt bitte unbedingt dranbleiben, wie immer. Unser Kollege und Freund Michel Abdullahi hat endlich Colin Fernandes zu Gast. Also, bitte anschauen. Es war sehr schön. Vielen, vielen Dank an alle Gäste. Danke. Danke sehr.